In dieser Ausgabe von Watch Stuff sprechen Jan und ich über den Babadook und den letzten Film im Wes Anderson-Marathon, Moonrise Kingdom. Aus der Stadt, in der jeder Zweite, der die Wahl hatte, sie auch genutzt hat, melden wir uns heute. Er ist Jan Block, ich bin Björn Fischer und ihr hört Watch Stuff. Jan, was war los? Ich war wählen. Achso, ja gut. Also ich gehöre zu den 49,5 Umdrehungen, die da waren. Guck mal, 50% dieser Moderatoren in dieser Sendung waren wählen. Passt zum zur Wahlstatistik. Ja, ich war verhindert, aber anderes Thema. Sag mal, mir ist heute was ganz Seltsames passiert. Das war total der komische. Hattest du heute auch irgendwelche merkwürdigen Vorkommnisse in deinem Alltag? Ich kann mal erzählen, was bei mir passiert ist. Ja, vielleicht habe ich dann einen Vergleich. Ich habe die Wohnungstür aufgemacht und da lag ein Buch auf meiner Schwelle. Und dann habe ich das aufgemacht und da stand drin, wir müssten über einen bestimmten Film in unserer Sendung reden. Wenn wir das nämlich nicht tun, würde dieser Film uns ständig verfolgen und entweder wir würden irgendwann nachgeben oder wahnsinnig werden. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber... Doch, sowas Ähnliches hatte ich doch auch. Ja, doch, klar, heute Nacht doch, da bin ich doch geweckt worden in meinem Schrank, da kamen so komische Geräusche, da hat es irgendwie mal so duck, duck, duck gemacht. Und ich weiß nicht, draußen hat irgendwo ein Kind geschrien und das schien irgendwie seine Mama oder seinen Papa zu vermissen. Das hat immer Baba geschrien und ich weiß auch nicht. Und wenn ich das dann tue, Baba, Duk, 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 was ist denn das für ein Scheiß? Umgedreht, weitergepennt. Ja, sowas habe ich auch gehört, aber das Duk hat sich immer angehört, als ob das jemand spricht und dabei einatmet. So Duk. Ja, so Duk, Duk, ja, genau. Duk. Ja, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann reden wir jetzt halt über diesen Film. Zurzeit in den Kinos, ist übrigens ursprünglich, glaube ich, nicht so in vielen Kinos erschienen, zumindest in den USA nicht. In den USA ist es schon letztes Jahr rausgekommen, ist ursprünglich ein australischer Film, ein Erstlingswerk von der Regisseurin Catherine Kent, heißt sie, glaube ich, oder irgendwie Kent auf jeden Fall, ich muss gerade mal gucken. Der Film heißt Der Babadook oder The Babadook oder vielleicht läuft er auch irgendwo nur unter Babadook. Und ist ein Horrorfilm, in Anführungsstrichen, weil wenn man das mit derzeitigen Horrorfilm vergleicht, war der schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich muss gleich am Anfang sagen, also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie gut ich den Film qualitativ fand, habe ich mich im Nachhinein selten, also in letzter Zeit, nochmal so viel mit dem Film beschäftigt und nach Informationen darüber gesucht, wie bei diesem Film jetzt. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber auf jeden Fall hat mich der Film noch beschäftigt. Ja, das... ich weiß nicht, leben wir das gleiche Leben oder so? Naja, also ich war da im Kino, Samstag, 23.15 Uhr, Cinemax. Das ist ja auch die richtige Zeit für so einen Film. Ja, habe ich mir dann auch so gedacht. 20 Uhr war mir zu früh. Meine Schwester hat mich begleitet, freundlicherweise. Ich mag es nicht so gerne, alleine im Kino zu sitzen. Da denkt man immer, ja, langweilig. Und gerade wenn man nachts in eine Horrorfilmvorstellung geht, dann sitzt du da und um dich rum sind irgendwie, was diesmal wirklich faktisch auch war, sitzen nur Pärchen. Und dann sitzt du da Muttersehen alleine. Nee, da war ich ganz froh, dass meine Schwester sich bereit erklärt hat, mitzukommen. Ich bin in diesen Film gegangen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Also Vorkenntnisse waren, ich kannte den Namen, ich kannte die Uhrzeit, ich kannte den FSK. So, ich kannte nichts von der Story, ich kannte keine Kritik, nichts drumherum. Hab mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Film, den guckst du im Kino an, da gehst du komplett unvorbelastet dran. Ich bin momentan so ein bisschen in der Experimentierphase so das ein oder andere, was ich normalerweise so oder so oder so mache, das ändere ich ein bisschen, das war in diesem Fall halt auch so. Und der muss ich zugeben, meine Schwester und mir ging das genauso. Wir haben uns den gesamten Weg vom Kino zurück, und das sind da immerhin 20 bis 25 Minuten Fußmarsch, haben wir uns über diesen Film unterhalten und sind jedes Mal zu dem Schluss gekommen, ja, der wird uns noch beschäftigen. Ich habe den Film bis heute noch nicht verarbeitet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann ihn bewerten. Ja, wer von mir eine Bewertung will, dem sage ich, guck ihn dir an. Fällt mir irrsinnig schwer, zu diesem Film eine richtige Meinung zu bilden. Das habe ich auch noch, doch einmal habe ich das bisher erlebt. Das war bei Wolf Creek.
wo ich dann aber am Ende zum Schluss gekommen bin, dass ich den Film ziemlich schlecht fand. Da kann ich aber jetzt von zu sagen, das wird mir bei Babadook nicht gehen, obwohl gemischte Gefühle hat man, aber schlussendlich habe ich es nie bereut, diesen Film gesehen zu haben bisher und ich werde es wohl auch nicht mehr bereuen. Ja, also also wir werden auch auf jeden Fall noch in Spoiled über Babadook reden müssen, weil ich großen Redebedarf habe, auch was Interpretation einiger Dinge angeht in diesem Film, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte, weil das auch mit Spoiler-Bereichen zu tun hat, auch mit dem Ende zu tun hat und so weiter. Und ich habe mir heute ungelogen bestimmt 4 oder 5 mindestens Video-Reviews angeschaut auf YouTube noch von diesem Film. Und das war ganz interessant, weil das erste Review war relativ negativ und da war ich dann kurz davor zu sagen, okay, vielleicht fand ich den Film schlechter, als ich dachte. Und dann waren die meisten anderen Reviews aber ziemlich positiv. Und dann dachte ich, okay, vielleicht fand ich den Film auch besser, als ich dachte. Und alleine diese Ambivalenz, also der Punkt ist, ich konnte beide Argumente sehr nachvollziehen, die da gemacht wurden. Und das Schlechte war vor allem, was angebracht wurde. Und es wurde auch an Bildmaterial gezeigt, was er meint. Und das ist auch vollkommen richtig so, ist mir beim Schauen nicht so aufgefallen oder vielleicht nur unterbewusst aufgefallen. Es gibt einige Fehler in dem, also gerade Schnittfehler oder Schnittdiskrepanzen in dem Film. Also Sachen, die eigentlich so nicht viel Sinn ergeben bzw. nicht vorkommen sollten oder einfach schlecht oder billig aussehen. Da geht es einmal darum, dass jemand geschubst wird. Und da wird umgeschnitten und nach diesem Umschnitt steht dieser jemand, der geschubst wird, auf einmal andersrum. Und dann gibt's eine Szene, wo jemand irgendwo raufklettert. Und wenn man diese Szenen nur, also da wird auch zwischendurch immer hin und her geschnitten, zwischen jemandem, der sich das anguckt, wie dieser andere da hochklettert, und dann halt zwischen dem Kletterer. Und wenn man nur diese Kletterszenen aneinander schneidet, sieht man ganz deutlich, dass eine Ebene, die zurückgelegt wird in dieser Kletterung, auf 3 verschiedene Weisen gezeigt wird. Das heißt also im Prinzip, ist es nicht möglich, dass er da kontinuierlich geklettert ist, weil er anscheinend eine, ich sag jetzt mal, Stange 3-mal auf verschiedene Art gegriffen hat. Was da so gezeigt. Also es ist ein bisschen blöd geschnitten, kann man vielleicht sagen. Teilweise Anfängerfehler. Aber man muss auch wirklich sagen, das ist eine Regisseurin, die ihren ersten Film hier gemacht hat. Und ich finde das durchaus entschuldbar. Denn das, was ich an dem Film am bemerkenswertesten fand, ist, er ist auf jeden Fall anders als über 90% der Horrorfilme, die zurzeit gemacht werden und auch sehr erfolgreich in deutschen Kinos laufen. Und nicht nur in deutschen Kinos. Und das ist etwas, was ich dem Film sehr hoch anrechne, und er ist auch nicht auf eine schlechte Art anders. Ich habe vorhin auch einen Beitrag auf Facebook geschrieben, wo ein Video ist, was ich mir auch auf YouTube angesehen habe, wo auch The Babadook erwähnt wird. Und es geht da generell auch um die Problematik heutiger Horrorfilme. Und der Kerl, der das Video gemacht hat, sprach mir so ein bisschen aus der Seele. Und Babadook geht halt mehr, weniger so das, was man momentan so aus Horrorfilmen kennt. Da ist halt ganz viel mit Jumpscares und so Sachen, die einfach nicht gruselig sind, sondern einfach erschrecken. Einfach irgendwas, was schnell ins Bild kommt, dann der zugehörige Soundeffekt und dadurch hüpft man irgendwie so in seinen Sitz auf, und das wird dann als Horror verkauft. Obwohl das ja eigentlich, das ist, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich als Person gehe zu dir hin, du siehst mich nicht und ich gehe von hinten an dich ran und mach Buh, dann bin ich ja noch lange keine gruselige Person, aber du erschreckst dich. Das hat ja eigentlich nichts mit Horror zu tun. Und das ist aber das, was momentan leider in derzeitigen Horrorfilmen so verkauft wird, habe ich das Gefühl. Es gibt ganz viele Horrorfilme, die komplett fast nur auf Jumpscares aufgebaut sind. Und das finde ich sehr schade. Und Babadook ist, da hat auch jemand, einer von den Reviewern, hat auch sich extra Notizen gemacht, wie viele Jumpscares in Babadook vorkommen. Und er hat 2 gezählt und die sind relativ am Anfang und auch keine typischen Jumpscares. Von daher, alleine da geht Babadook eine nicht so momentan angesagte Schiene im Horrorgenre und orientiert sich mehr, meiner Meinung nach, auch am Film, und das hat die Regisseurin, glaube ich, auch gesagt, der 70er und der 20er. Ich habe auf jeden Fall Vergleich gezogen, als ich den Film gesehen habe, in meinem Kopf zu zum Beispiel Der Exorzist oder auch Nosferatu von der Bildsprache her. Und das ist heute eher ungewöhnlich, diese Bildsprache in Horrorfilmen. Ich muss sagen, mal ganz abgesehen, ob man jetzt die Story toll findet oder nicht, alleine das rechne ich dem Film hoch an, dass er andere Wege gegangen ist und eher auf Atmosphäre
und Bildsprache, vor allem Farbgebung und Sounddesign gesetzt hat, um dem Zuschauer ein Gefühl von Unbehagen zu vermitteln. Und das hat bei mir auch einigermaßen geklappt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich unfassbar gefürchtet habe bei diesem Film, aber auf jeden Fall hatte ich ein Gefühl von Unbehagen, ein relativ unangenehmes Gefühl. Teilweise war ich auch genervt und ich glaube, das sollte auch so sein. Gerade am Anfang verrät man, glaube ich, nicht zu viel, wenn man sagt, dass das Kind eine große Rolle darin spielt, wie man vielleicht beim Empfinden dieses Filmes sich fühlt und dass man doch auch sehr genervt ist. Und der Film schafft es aber auch da, eine leichte Wende zum Ende hin hinzukriegen, indem das Kind halt seinen Effekt auf den Zuschauer verändert. Und wie hast du das denn empfunden, auch im Vergleich zu Horrorfilmen, die du so kennst, heute oder aus vergangenen Jahren? Ja, da fängt das Problem schon an. Ich kenne keinen Horrorfilm, der sich mit diesem Film vergleichen lässt. Und ich denke mal, ich kann auch durchaus von mir sagen, ich habe doch schon ziemlich viele gesehen, auch ziemlich viele schrottige. Weiterhin, warum nennen wir das Kind nicht beim Namen? Das heißt, der Junge. So wird es von den entscheidenden Charakteren in diesem Film immer genannt. Der Name wird eigentlich nur von der Mutter erwähnt. Fast alle anderen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, nennen ihn nur der Junge. Naja, wenn über ihn gesprochen wird, wird er auch manchmal beim Namen genannt, aber ja, das aber stimmt schon, manchmal wird er der Junge genannt und das mag die Mutter nicht unbedingt so gerne. Genau, und was du da eben mit den Jumpscares gesagt hattest, ich muss zu meiner Schande gestehen, Jumpscares finde ich langweilig. Wieso Schande? Das geht mir ganz genauso. Ich finde Jumpscare ist ein sehr billiger Effekt eigentlich. Und ich finde, da musst du dich nicht schämen, dass du das nicht magst. Ich finde, das ist eher da müsste man dir eher einen Orden für anknüpfen. Na, dann komm mal her und mach das eben. ist ja nicht so weit. Nee, also Jumpscares, ja. Was ich ganz gut finde, so aus meiner Sicht, ist, ich kenne auch nicht so viele Filme, die überwiegend mit Jumpscares arbeiten. Oder habe sie bereits verdrängt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, aber nochmal zu dem Film, ja. Da fängt, wie gesagt, dieses Paradoxon schon an, was ich eben sagte. Ich habe keinen Horrorfilm, den ich mit diesem Film vergleichen kann. Wo du gerade erwähnt hast, er zieht, also wandelt an die 70er Jahre und 20er Jahre. An 20er Jahre, das war der Stummfilm-Horror, das waren Frankenstein, Nosferatu. Ja, also vor allem Nosferatu. Also das Monster sieht halt, der Babadook, und da verrate ich auch nicht zu viel, weil einige Filmplakate haben das Bild. Ist schon, finde ich, ein bisschen an Nosferatu angelehnt. So diese langen Finger und diese starre Körperhaltung vor allem. Ich habe ganz ehrlich, er hat sich den Film überhaupt nicht an Nosferatu gedacht, aber jetzt, wo du das sagst, stimmt. Ich habe den Film im Deutschunterricht damals gesehen. Und ich habe eher so assoziiert damit die ersten Freddy-Filme. Ja, aber da könnte man ja auch vielleicht denken, dass Freddy so ein bisschen von Nosferatu, weil ich glaube, generell lange Finger sind auch schon in alten Märchenbüchern und so teilweise so für gruselige Hexen haben ja auch oft so ganz lange Finger oder lange Fingernägel zumindest gehabt. Also das ist, glaube ich, was, womit schon ganz lange gearbeitet wird. Ja, das denke ich auch. Aber an Nosferatu habe ich echt überhaupt nicht gedacht, aber es stimmt. Nosferatu ist der Ursprung der langen Finger. Zumindest im Film wahrscheinlich. Ich wette, irgendjemand schreit jetzt auf zu Hause, wenn er das hört und sagt, nein, ich habe hier dieses Märchenbuch von 1833. Oder irgendwas. Dann sag ich, schick mir das zu. So ein Buch hätte ich gerne. oder schicken Sie mir das zu, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Ja. Auf jeden Fall der Film an sich, wie du auch schon gesagt hattest, ja, es gibt ein paar Schnittprobleme, finde ich auch so. Es gibt ein paar Effekte, die aus meiner Sicht reichlich billig sind. Mir fällt da eine Szene ein mit einer Gestalt, die aus einem Schatten herauskommt und dann einen gewissen Teil des Körpers verliert. Das fand ich ziemlich künstlich und ziemlich billig gemacht. Das, was du aber auch sagtest und was ebenfalls komplett korrekt ist, dieser Film baut komplett auf Atmosphäre. Die Lichtgebung, wenn ich immer an die Kamerasequenzen, ich denke, da verrate ich auch nicht zu viel, denke, die immer wieder kommen, da sieht man nachts, wie das Mond in das Treppenhaus in dieses Hauses scheint, und dann hast du ganz bestimmte Lichtreflexe, die immer identisch sind und halt am Geländer des Lichtes, an der Wand dahinter, am Geländer des Lichtes, genau, am Geländer der Treppe und an der Wand dahinter und so sich immer abspiegeln, und
Das ist sehr atmosphärisch. Atmosphärische Filme mag ich sowieso sehr gerne. Und ja, im Prinzip hast du fast alles schon gesagt, was mir auch so angefallen ist. Was ich definitiv auch gemerkt habe, was ich auch sagen muss, meine Schwester, die kann eigentlich mit so diesem Psycho-Horror, in diese Richtung geht der Film, finde ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja. Kann sie eigentlich nicht so viel anfangen. In diesem Film hat sie erstaunlich gut verkraftet. Ich erinnere mich noch an Paranormal Activities, wo ich mir danach... Achso, du meinst, sie kann damit nichts anfangen im Sinne von, sie verträgt die Filme nicht so gut. Genau, sowas erträgt sie eigentlich nicht. Man hat es hier auch teilweise gemerkt, das ist das Schöne bei meiner Schwester, wenn du mit ihr im Kino bist, du siehst immer genau an ihrer Körperhaltung, was sie gerade denkt über diesen Film. Und manchmal hat sie sich auch bei diesem Film ein wenig schützend in den Sitz zurückgezogen. Das heißt, es hat funktioniert. Ich bin da leider ein bisschen abgestumpft, aber bei mir haben die Psycho-Effekte nicht so richtig funktioniert. Aber das ist auch einer, wahrscheinlich mit der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Und das Unbehagen. Das Unbehagen, muss ich zugeben, haben sie gut gemacht. Haben sie richtig gut gemacht. Der Film spielt, muss man dazu sagen, mal tagsüber, der spielt auch mal nachts. Das ist also auch nicht so klassisch Horror, alles düster, alles dunkel. Nein, es ist auch mal wunderschön. Die Landschaft Australiens sowieso ein wundertolles Bild. Und die Atmosphäre passt. Und wie ich gerade sagte, du hast im Prinzip schon alles soweit erwähnt. Dieser Film ist einfach, ich nenne es ein Kuriosum, weil er sich nicht einschätzen lässt. Ich habe übrigens, ich fand ganz lustig, einer der Reviewer, das war auch der, der ein negatives Bild von dem Film hatte, oder nicht so negativ, also er hat eigentlich gesagt, er findet den Film an sich nicht schlecht, aber er findet den Hype darüber überspitzt und findet, der Film hat sehr viel Schwächen. So, und er hat angeführt, das Sounddesign, und da sind wohl einige Effekte, es kann Zufall sein, aber er hat gesagt, und das kann auch wirklich so sein, weil das schon ein großer Zufall wäre, zwei der Soundeffekte sind 1:1 geklaut, anscheinend, aus dem Spiel Resident Evil. Und diese Soundeffekte, also, und es wäre schon ein wirklich sehr großer Zufall, weil ich habe diese Soundeffekte auch sonst noch nirgends bewusst gehört und es waren schon sehr, sehr charakteristische Soundeffekte. Und als ich sie im Film gehört habe, habe ich auf jeden Fall gedacht, ja cool, und irgendwie im Hinterkopf kam es mir auch bekannt vor, aber ich wusste nicht woher. Und dann habe ich dieses Video-Review gesehen und da waren die Soundeffekte 1:1 in Resident Evil. Und auch in den Szenen, wo er sie in Resident Evil gezeigt hat, kamen sie mir auch total wieder bekannt vor. Ich habe dieses Spiel damals sehr ausgiebig und viel gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich das dem Film ankreiden würde. Das ist höchstens etwas, das ist ein bisschen faul vielleicht, aber die Soundeffekte waren ja nicht umsonst damals in Resident Evil und nicht umsonst war Resident Evil damals ein Meilenstein in der Spielgeschichte. Nicht nur, weil es eins der ersten gut gemachten Survival-Horror war, sondern auch eben, weil es auch gewirkt hat bei vielen Leuten und das war nicht zuletzt auch aufgrund des guten Sounddesigns. Und ja, das ist zwar 20 Jahre her, aber Soundeffekte sind Soundeffekte und die funktionieren auch heute noch auf einer psychologischen Ebene. Die funktionieren auch in 100 Jahren noch, weil Soundeffekt ist Soundeffekt. Ja, es sei denn, in 100 Jahren sind aus irgendeinem Grund alle Leute taub. Das kann natürlich sein. Aber das können wir nicht ausschließen. Aber generell, die Regisseurin heißt übrigens, bevor ich da jetzt böse Briefe bekomme, Jennifer Kent. Es ist ihr erster Film, sie hat vorher Schauspiel gelernt und ganz interessant ist auch, dass sie mit der hier Hauptdarstellerin zusammen Schauspiel gelernt hat, vor ungefähr 20 Jahren. Und deswegen wahrscheinlich auch diese Rolle da zustande gekommen ist. Und die beiden sind wohl gut befreundet seit sehr langer Zeit. Und ja, sie hat ihr dann die Rolle wahrscheinlich mehr oder weniger auf den Leib geschrieben. Wobei ich ein Interview mit der Schauspielerin gesehen habe. Und ich kann sagen, sie sieht erstmal etwas anders aus als in dem Film. Und sie kommt total anders rüber. Also man kann an dieser Stelle sagen, sie ist anscheinend eine gute Schauspielerin. Denn ich fand diese Rolle sehr glaubwürdig. Und auf diesen Punkt möchte ich eigentlich als nächstes eingehen. Wie haben dir die beiden weil es sind ja eigentlich fast die ganze Zeit nur zwei Menschen, die du wirklich siehst. Das ist der Junge, wie du schon erwähnt hast, und die Mutter. Und die Mutter hat sehr viel Lob bekommen. Der Junge, das war so ein bisschen ambivalent. Manche haben ihn gelobt, manche haben ihn kritisiert. Wofür sie ihn kritisiert haben, war aber eigentlich meistens, dass er nervig ist. Und das finde ich, haben auch manche zugegeben, ist nicht so der beste Kritikpunkt, weil es kommt mir und den meisten Leuten schon so vor, als ob es beabsichtigt ist, genervt zu sein von dem Kind an einigen Stellen. Von daher kann ich das, also ich fand den Jungen nicht schlimm. Ich fand auch nicht, dass es der beste Kinderdarsteller aller Zeiten war. Ich fand ihn ganz gut, aber die Mutter war wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ich fand
vor allem an dem Film gut, dass er als Drama auch funktioniert. Also ganz ohne Horrorelemente hätte er funktioniert, weil ich kenne Frauen und auch Kinder, die oder kannte, die ähnliche Charaktereigenschaften hatten. Und deswegen konnte ich einige der Probleme in diesem Film auch ganz gut verstehen und war umso mehr in der Story drin und hab mitgefühlt oder eben auch mit Wut, war mit wütend oder war wütend auf die Mutter, war wütend auf das Kind, wie auch immer. Ja, stimmt zu, die Mutter, sehr gut gespielt, sehr überzeugend. Und ja, ambivalenter Junge, das stimmt auch. Und zwar, ich fand ihn am Anfang unendlich nervtötend. Es gab sogar ein, zwei Szenen, wo ich ernsthaft überlegt hatte, diesen Saal jetzt wegen diesem Kind zu verlassen. Ich finde es gut, dass ich es nicht getan habe. Ich meine, sonst wäre auch das Geld irgendwo in den Wind geschossen gewesen. Und aber ich vermute auch, dass die Rolle genau so gespielt werden sollte. Der Junge sollte so nervig gespielt sein. Ich fand auch, dass man die Reaktion der Mutter teilweise besser verstehen konnte, dadurch, dass man das Kind so erlebt hat. Genau, dadurch, ja, das konnte man auch. Und das Kind hat ja in diesem Film auch so seine sozialen Phobien, seine sozialen Probleme, beziehungsweise eigentlich haben alle anderen soziale Probleme mit dem Kind. Ja, Dem wobei ich Kind. fand, das Kind hat schon einen leichten Anflug von Autismus oder so irgendwas in die Richtung gezeigt, dadurch, dass es so ein bisschen, es war ja schon vor diesem anderen Kinderbuch so ein bisschen in seiner eigenen Welt und sehr stark auf ein Thema fixiert, dieses Monster-Thema. Und ja, also es war ja auch so ein bisschen vielleicht ADS oder was auch immer. Also es ging schon so, es war, ich würde schon sagen, das ist ein Kind, mit dem man auch in einer erzieherischen Einrichtung so seine Probleme hätte. Das auf jeden Fall. Dieses Kind hat auch, wie ich finde, starke Tendenzen als Soziopath. Wenn du überlegst, es gab da eine Szene auf dem Spielplatz, es gab eine andere Szene in einem Baumhaus Ja, und das war auch so eine Szene, wo ich tatsächlich, ich kenne ein Kind, das habe ich sogar mal gebabysittet, das ähnliche Anwandlung hatte und an dieses Kind musste ich ein bisschen denken. Das ist in dem Film ein bisschen anders dargestellt, auch aus einem anderen Grund, aber ich kannte ein Kind, was wirklich so gewirkt hat, als hätte es Spaß dabei oder fände es zumindest interessant, wie andere Kinder auf Schmerzen reagieren und so weiter und hat deswegen oft andere Kinder irgendwie geschubst oder geschlagen, weil es die Reaktion erstmal der Erwachsenen interessant finde und fand und daran, als würde das Kind eine soziale Studie in seinem Kopf verfassen, wie reagieren Eltern und Erwachsene, wenn ich das und das mache und so weiter. Und das Kind hat dabei belustigt gewirkt und deswegen fand ich diese Szene nochmal krasser, als ich sie gesehen habe, Ja, weil sie mich so ein bisschen daran erinnert hat. mich muss ich zugeben, hat dieses Thema wahrscheinlich auch mehr berührt, wie man das oder wie man das nennen möchte, als sie es eigentlich tun sollte. Allerdings liegt das nicht bei mir nicht daran, dass ich ein Kind kannte oder kenne, das sowas, sondern ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich "Ich will doch bloß sterben, Papa". Da geht es um ein kleines Mädchen, das Schizophrenie sehr ausgebildet hat. Also das beruht auf einer wahren Begebenheit, kommt auch aus Amerika, dieses Kind. Und das hat halt einen seiner dieser Persönlichkeiten, ist halt genauso eine. Sie verprügelt ihren kleinen Bruder, sie tritt den Hund, sie schlägt die Eltern und findet alles total spannend, wie Menschen darauf reagieren. Also da hatte ich halt auch so die ein oder andere Verbindung schon gesehen. Deswegen denke ich auch, dass mich dieses Kind in dieser Hinsicht einfach auch noch so ein bisschen mehr fasziniert hat, weil ich halt einfach schon mal was kenne, was so ähnlich läuft und weiß, sowas gibt es. Sowas gibt es einfach. Das lässt sich nicht totschweigen, das soll man nicht totschweigen. Und passt auch in diese Familienstruktur in diesem Film. Und der Film hat auf jeden Fall deutlich gezeigt, wie schwierig das Leben einer alleinerziehenden Mutter sein kann. Und dementsprechend, wie gesagt, da fand ich auch wenn ich mit der Mutter nicht unbedingt mich identifizieren konnte in jeder Szene, aber ich kannte Mütter, die so ähnliche Kinder hatten. Wie gesagt, ich kannte ein Kind und da kannte ich natürlich dann auch die Mutter. Und die hatte auch, die wusste auch nicht, wie sie mit dem Kind in der Öffentlichkeit umgehen soll. Und wie sie dann gegenüber anderen reagieren soll, wenn das Kind dann halt sowas macht und war dann auch sehr unbeholfen und so. Und deswegen fand ich dann auch die Darstellung
also dieser Dynamik zwischen den beiden. Sie muss den ganzen Tag mit diesem Kind zurechtkommen und versucht, das Kind irgendwie zu sozialisieren und stößt dabei aber immer wieder an ihre Grenzen, weil sie kann ja nicht sie kann ja nicht die ganze Zeit immer auf das Kind gucken. Natürlich wird ein Kind nicht von alleine so, da muss man jetzt gar nicht drüber reden. Wahrscheinlich hat sie auch viele Fehler in der Erziehung gemacht, aber das Leben als alleinerziehende Mutter ist hart. Das hat mir dieser Film auf jeden Fall nochmal sagen wollen, hatte ich das Gefühl. Und deswegen funktioniert er für mich auch als Drama sehr gut, weil dieses Thema auch in Filmen nicht oft vorkommt. Und das ist auch wieder was ich dem Film anrechne. Deswegen, also man hört schon raus, ich fand den Film insgesamt auf jeden Fall gut und sehenswert. Auch wenn ich an einigen Punkten nicht unbedingt sagen würde, dass er für mich jetzt einer der besten Horrorfilme war. Aber er war auf jeden Fall ein Horrorfilm, den ich sehr begrüße. Und er geht in eine Richtung, die ich gerne mehr sehen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Regisseurin durchaus dazu fähig ist, sollte sie sich in dem Genre weiter bewegen wollen, meinen Horrorfilm des Jahrzehnts zu machen, weil in den letzten 5 Jahren sind es jetzt nicht viele Horrorfilme, zumindest die ich gesehen habe, erschienen, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein für mich toller Horrorfilm. Von daher Hut ab vor der Richtung, die sie einschlägt auf jeden Fall. Und mit diesen Elementen kann man auf jeden Fall einen großartigen Horrorfilm machen. Ich weiß nicht, ob dieser Film jetzt unbedingt großartig war, aber er geht in eine Richtung, die ich sehr positiv finde. Und er ist auf jeden Fall ein guter Film in meinen Augen. Ob er jetzt als Horrorfilm nur gut ist, aber er ist ein guter Film auf jeden Fall, finde ich. Da kann ich jetzt auch endlich noch einen Kritikpunkt, den ich immer erwähnt hatte, anbringen. Du hattest es gerade erwähnt mit diesen Elementen. Ja, der Film, das macht ihn für mich als zweites so unfassbar komplex zu verarbeiten, also mir eine Meinung zu bilden. Verarbeiten ist jetzt nicht schwer, die Story ist relativ simpel gehalten, die Darstellung ist auch relativ simpel gehalten, aber dieser Film an sich, diese Kombination Genre, Horror, Drama, Familiengeschichte, Gesellschaftskritik und was man sich noch so alles in diese Richtung vorstellen kann, diese Kombination gibt es, soweit ich weiß, einfach überhaupt noch nicht auf dieser Erde. Das macht den Film zu was Besonderem und gleichzeitig aber spielt der Film halt mit diesen genannten Horrorelementen. Unter anderem übertreibt er es teilweise maßlos und zwar gibt es da bestimmte Szenen in diesem Film, da waren auch meine Schwester und ich einer Meinung, die machen diesen Film komplett lächerlich. Meinst du, darf ich mal kurz fragen, ob diese Szenen zu welcher Minute die ungefähr stattgefunden, ob das gegen Ende war oder am Anfang oder in der Mitte? Also am Anfang habe ich mit dem Film gar nichts anfangen können. Als sich der Film dann langsam aufgebaut hat, das fing also dann so in der Mitte, würde ich sagen, fing erst an und hat sich dann über den gesamten Restfilm hingezogen. Eine Szene, die brauche ich jetzt, kann ich jetzt auch so andeuten, ich denke, du wirst wissen, was ich meine, ist die Türszene zum Schlafzimmer des Jungen. Also glaube ich, in ihr Schlafzimmer, der Junge hat die Tür zugemacht. Die fand ich doch maßlos überzogen. Die ergab auch aus meiner Sicht so keinen wirklichen Sinn. Dann die andere Szene, die ich eben erwähnt hatte, mit der Schattengestalt, die da einen Teil ihres Körpers verliert. Schlecht von der Ausführung her. Aber gleichzeitig hat dieser Film Szenen, zum Beispiel hat die Mutter ja ab und zu auch mal ihren Traum, wenn sie dann irgendwie auch mal schlafen kann. Sie hat das Problem, sie kann überhaupt nicht schlafen. Ist auch kein Spoiler, würde ich mal sagen. Und da fällt sie ja, ne? Erinnerst dich vielleicht dran. Ja, das ist ja ganz am Anfang schon. Ja, das ist passiert auch zum Ende hin, glaube ich, noch zweimal. Und das sind so Szenen, hätte man sich daran weiter entlang gehangelt, hätte man die weiter ausgeführt oder da noch ein bisschen mehr was zu gemacht, dann wären das riesige, großartige Schritte gewesen, um aus diesem Film auch einen echten Horrorfilm zu machen. Der hat halt nicht so geklappt, was den Film aber in keinster Weise schmälert. Weil es, wie schon mal gesagt, ich bin total begeistert, wenn es Filme gibt, die einfach mal dieses Horror-Genre sprengen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer eventuell die Filmreihe Cube kennen. Die hat auch aus meiner Sicht das Horror-Genre ziemlich gesprengt. Und das sind einfach so Geschichten, die finde ich unglaublich toll. Und da sehe ich dann halt auch über diese kleinen oder manche auch größeren Schwächen solcher Filme hinweg. Und einfach fasziniert diese Geschichte, aber halt Kuriosum. Also ich finde auch, dass der Film durchaus Schwächen hat und an einigen Stellen lächerlich oder albern wirkt, aber ich glaube, das sind nicht die gleichen Szenen, die du meintest. Ich kann mich gar nicht zum Beispiel an die erinnern, wo die Gestalt einen Arm verliert oder so. Den Kopf.
Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo Klamotten aus dem Kamin fallen scheinbar oder so. Ja, da gab es auch eine Szene. Die fand ich gut. Also die fand ich tatsächlich gut, die Szene. Die hat bei mir auch, also die meisten Szenen, die irgendwie mit Schattengestalten und so zu tun hatten, auch die eine, wo sie im Bett liegt, wo etwas an der Decke lang krabbelt, die fand ich sehr gut. Also ich weiß, dass die bei einigen nicht so gut angekommen ist, aber ich fand eigentlich alles so, was das angeht, sehr gut. Das Einzige, was mich total rausgerissen hat und wo ich so gedacht habe, ach komm, nee, ist gegen Ende, wo so eine Art Verfolgungsjagd entsteht, die darin endet, dass eine Person gefesselt wird. Ja, diese ganze Sequenz, auch noch kurz nach dem Fesseln geht das auch noch weiter, fand ich total, also jetzt, da konnte sie auch, glaube ich, da war die Mutter natürlich auch wieder beteiligt, da konnte sie auch spielen, wie sie wollte, die war einfach albern, fand ich, und das sah nicht gut aus, das war irgendwie, das hat mich total rausgerissen, das hätte man auch gut einfach nur andeuten können, oder dass man es irgendwie nur hört und nicht sieht, weil das sah einfach albern für mich aus, diese Verfolgungsjagd mit auch diesem Gefessel und was weiß ich. Das war für mich, mich riss das raus, weil eigentlich vorher ich ach, meinst du das mit dem Kopf, das gegen ganz am Ende fast? Ja. Ach so, ja, okay, gut, du, das fand ich auch nicht so toll. Aber da hatte der Film eigentlich bei mir mehr oder weniger schon gewonnen, weil für mich war, also da war eigentlich relativ egal, wie das zu Ende geht, weil einfach die meiste Zeit des Films, also jetzt sage ich mal ab ein Drittel, so, also eigentlich die komplette Mitte des Films bis halt zu dieser Verfolgungsjagd, fand ich atmosphärisch so dicht und halt, das war so ein Unwohlsein und genau das erwarte ich eigentlich auch von einem Horrorfilm und deswegen die Mitte des Films funktioniert für mich als Horrorfilm total super. Ja. Der Anfang kann man sich drüber streiten und das Ende fand ich teilweise, also nicht das eigentliche Ende, die eigentlich letzte Szene, das ist nochmal so ein anderes Thema für dich, für sich, darüber müssen wir, glaube ich, in Spoiled ein bisschen sprechen. Ich glaube auch. So eigentlich diese ganze Mitte bis zu dieser Verfolgungsjagd und diese ganze andere Geschichte mit diesem Kopf verlieren, was am Ende dann kommt, was du meintest, das habe ich schon, da war ich schon, da hatte ich, da habe ich nur gedacht, okay, jetzt ist es bald vorbei, aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich begeistert oder so. Aber die Sachen, die mich begeistert haben, auch in Horroraspekten, die waren mehr so in der Mitte des Films und die fand ich halt gut genug, dass ich halt auch nach dem Film gedacht habe, okay, da sind jetzt so viele Sachen einfach richtig gemacht worden und Elemente, die ich halt, also eigentlich alles, was ich immer an Film, warum ich immer gesagt habe, ich mag eigentlich den Horrorfilm an sich nicht mehr und ich gucke keine Horrorfilme mehr. Ich habe früher fast nur Horrorfilme eine Zeit lang geguckt. Ich war Riesenfan meiner Meinung nach des Genres und ich habe dem Genre komplett abgeschworen teilweise, weil ich halt viele Sachen einfach so bescheuert finde, was über, also die Übernutzung von Soundeffekten angeht, gerade bei Jumpscares und so, also diese ganzen typischen Horrorfilme irgendwie, die rauskommen, ob es dann der irgendwie die achte Inkarnation von Chucky oder sonst was ist oder irgendwelche neuen Filme von Saw 7 oder was weiß ich da, was da rauskommt, das ist oder irgendwie oder selbst so Filme, die total hochgelobt wurden, wie zum Beispiel wie heißt er denn noch? The Grudge, wie heißt er noch, das Original, der You On, das ist auch so ein Film, der ganz viel irgendwie, oder gerade das Remake arbeitet da total viel mit Jumpscares, irgendwelche Sachen, auf einmal kommt eine Hand aus der Spüle oder so, das ist, das ist so frustrierend für mich, weil ich halt, ich weiß ja, dass es trotzdem Filme gab oder gibt, die es anders können und ich nehme da immer wieder gerne sowas wie The Shining, die einfach unheimlich viel mit Atmosphäre machen und wo ich schon im Vorspann eine Gänsehaut fast bekomme und du siehst eigentlich nur ein Auto, was vom Hubschrauber anscheinend aus gefilmt wird und so eine Kamerafahrt, die durchs Gebirge geht und da liegt so ein surrealer Soundtrack drunter und dass so eine einfache Szene mir Gänsehaut und Unbehagen verursachen kann, das heißt doch eigentlich nur, ey Leute, ihr setzt aufs falsche Pferd, was Horrorfilme angeht, zumindest was für meinen Geschmack Horrorfilme angeht und deswegen hat einfach hier dieser Film so viel richtig gemacht oder so viel nicht falsch gemacht, was alle anderen Filme irgendwie falsch machen. Auch dieses, ja, du hast eine Gruppe von Leuten, alles klar, es sind 7 oder so, das heißt, es sterben mindestens 4, alles klar, jetzt stirbt der Erste, okay, jetzt stirbt der Zweite, gleich muss ich jetzt, wer stirbt wohl als Nächstes, ja, jetzt können wir mal Wetten abschließen oder so. Es ist so, und das ist alles in diesem Film nicht so gewesen und deswegen, das halte ich dem Film auf jeden Fall zugute,
Es ist auch nicht, wir brauchen Bodycount von, also es müssen mindestens so und so viele Leute sterben. Und das hat mit Horror nichts zu tun. Das ist einfach, das ist irgendwie, wir müssen bestimmte Dinge abarbeiten, aber das ist nicht das, was einen guten Horrorfilm auszeichnet. Und ich finde, dieser Film hat auf jeden Fall da, ich weiß, wie gesagt, es gibt Leute, die ihn total schrecklich fanden, aber ich finde alleine dadurch, durch dieses Alleinstellungsmerkmal, finde ich diesen Film sehr positiv, weil er einfach das Horrorgenre oder dem Horrorgenre meiner Meinung nach ein bisschen neues Leben eingehaucht hat, weil er einfach viele Sachen ganz anders gemacht hat. Oder nicht anders, aber so wie es früher war, kann man fast sagen. Ja, ich kann dir dann auch was die neueren angeht, kann ich dir Insidious noch ans Herz legen. Den mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Echt? Ich finde den super klasse, aber über den reden wir ja auch gar nicht. Nee. Ich weiß, dass den viele mochten, aber der hat bei mir überhaupt nicht gewirkt. Und das ist auch, das hat was mit Ambivalenz auch teilweise zu tun. Ich mag Filme eben wie Babadook, wo, das ist auch jetzt kein großer Spoiler, wo den ganzen Film eigentlich nicht wirklich klar ist, was ist das? Ist das Einbildung? Ist das ein Geist? Ist das ein Dämon? Ist das ein Tier? Ist das ein Mensch? Was ist das? Finde ich super und am besten finde ich es, gibt's auch in manchen Filmen, wenn das sogar bis zum Ende unklar ist, sogar nach dem Film. Finde ich super. Insidious, großes Problem, es wird zu früh im Prinzip, es wird aufgeklärt, was es ist und wenn es was ist, woran ich persönlich nicht glaube und dann ist auf einmal klar und alle Beteiligten wissen, das ist das, dann hat der Film für mich schon verloren und ich finde ihn nicht mehr gruselig. Ja, siehst du, das ist Ansichtssache. Das finde ich auch ganz gut. Ich denke, wir werden bestimmt noch den ein oder anderen Horrorfilm sehen, wo wir getrennter Meinung sind. Also Baba, generell, Geisterfilme kann man bei mir immer voll. Deswegen, ich mag psychologische Horror, also was du auch gesagt hast, psychische Horrorfilme mag ich total gerne. Sachen, wo im Prinzip das meiste im Kopf der Leute scheinbar abgeht oder viel mehr Angst einfach in denen wohnt und denen auch selber völlig unklar ist, was da passiert. Weil das ist was, wo ich auch denke, okay, in so einer Situation hätte ich auch Angst, weil ich einfach nicht weiß, was abgeht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Paranormal Activity, zumindest der erste, ganz gut funktioniert hat. Weil du im Prinzip nie irgendwas siehst, aber genau das ist das, was das Gruselige ausmacht. Und wenn du dann mal was siehst, denkst du, okay, Paranormal Activity, muss man aber auch sagen, hat leider dann auch viel mit Jumpscares gearbeitet, von daher. Ja, das ist dann zu mit den Fortsetzungen, das ist schlimm geworden. Also Tokyo Nights auch der erste ist auch schon. Also das hier, da kommt was in die Kamera. Das ist irgendwie schade, aber das kann man also im ersten würde ich auch nicht sagen, ist ein großartiger Horrorfilm, aber der erste war zumindest gut. Ja, das ist ja da im ersten Story so nur die Schlussszene, wo das passiert. Und das ist einfach ein super Ende für diesen Film. Da kann, also zum Ende hin, finde ich, kannst du so einen Jumpscare super bringen. Ja, ja. Weil das einfach nochmal diesen Erschreckeffekt hat und man nochmal den ganzen Film irgendwie Revue passieren lässt. Zumindest weiß ist das ich nicht. So. Ich finde das, also den Effekt hat für mich Blair Witch Project wesentlich besser hingekriegt, ohne einen Jumpscare am Ende. Blair Witch Project und noch so ein oder andere Film, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist Weil bei Blair Witch Project hast du auch was ganz am Ende nochmal passiert, was dich dann den ganzen Abspann irgendwie so ein bisschen lässt. Und das wird ohne Jumpscare geschafft. Und ich hätte es besser gefunden, wenn es bei Paranormal Activity auch in die Richtung gegangen wäre. Und eben nicht mit sowas, da ist was schnell passiert. Weil genau dieses, das ist einfach nur jemanden einen Schreck einjagen. Und ein Schreck einjagen hat für mich, wie gesagt, nichts mit Horror zu tun. Hat es auch nicht. Das ist in dem Fall ist es auch was Gruseliges gewesen, aber das hätte man irgendwie anders präsentieren können und muss. Ich finde es halt doof, dass es dann als Jumpscare verkauft werden musste. Wie gesagt, Paranormal Activity ist auch so ein anderes Thema nochmal. Aber Insidious, da bin ich auch absolut bewusst mir, dass ich da relativ allein stehe unter Leuten, die Horrorfilme mögen, dass ich den nicht so mochte. Vielleicht wird sich das auch irgendwann mal ändern, dass ich den vielleicht nochmal gucken muss oder so, aber der hat bei mir halt überhaupt nicht gewirkt. Ich fand die Familie, glaube ich, das lag auch noch mit daran, dass ich die Familie uninteressant fand und dementsprechend hat mich dann auch nicht wirklich gejuckt, was mit denen und ob mit denen was passiert. Ich glaube, den Vater fand ich vor allem vollkommen unsympathisch und nervig. Deswegen, ja, das ist halt so eine andere Sache gewesen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich die beiden Leute jetzt aus Babadook wirklich sympathisch fand, aber ich fand die zumindest irgendwo nachvollziehbar. Das ist was ich wichtig finde, glaube ich, dass ich die Leute irgendwie, dass ich verstehe, was die wollen und dass ich das auch, dass ich nicht denke, ey, du bist doch bescheuert, warum machst du nicht so und so,
sondern ich denke so, okay, die ist jetzt völlig planlos gerade oder so. Und das ist was ich halt nicht so oft bei Filmen habe, das Gefühl. Da denke ich oft meistens, okay, der ist jetzt gerade dumm, der muss dumm sein, damit man zur nächsten Szene kommt. Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall, also wir können, glaube ich, beide sagen, wir empfehlen den Film. So, irgendwie. Yeah. Nicht unbedingt, weil es der perfekte Horrorfilm ist. Ich glaube, auf den warte ich noch, dass ich im Jahre, also dass ich irgendwie einen, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr 1000 schon einen sehr guten Horrorfilm gesehen habe. Ich glaube, der beste war für mich The Descent und der war auch nur bis die Monster kommen für mich perfekt fast. Also von daher, ich warte noch auf den Horrorfilm, ich kann fast sagen The Mist, Stephen Kings The Mist, der wurde nochmal verfilmt vor paar Jahren, der war ziemlich gut. Kann man vielleicht fast eher als Thriller bezeichnen als Horrorfilm, aber ich glaube jetzt, also die letzten 5 Jahre war da bei mir eher Ebbe. Was aber auch vielleicht damit zu tun haben kann, dass ich, wie gesagt, Horrorfilme manchmal auch schon von vornherein meide. Also für Vorschläge bin ich, wie gesagt, jederzeit offen, aber ich bin auch sehr kritisch, wie man vielleicht merkt, dadurch, dass ich Insidious schon so runtergemacht habe. Also mehr von dieser Regisseurin bitte. Jennifer Kent soll noch ganz viele Filme im Horrorgenre machen. Da wird bestimmt einer dabei sein, den ich dann noch besser finde als jetzt schon The Babadook. Ja, da bitte ich auch. Wir haben noch nicht über das Kinderbuch gesprochen. Das gibt's ja zu kaufen tatsächlich, noch in einer erweiterten Fassung. Wie fandst du denn die Bildsprache jetzt explizit in diesen Zeichnungen? Hat das bei dir gewirkt oder fandst du die doof? Anfangs, die erste Version des Buches fand ich ziemlich doof. Da hat die Bildsprache so gar nicht auf mich gewirkt. Als es dann zurückgekommen ist, zusammengeklebt und die erweiterte Bildsprache hatte, fand ich es dann doch ziemlich gut. Okay. Ich fand's, glaube ich, schon vor. Also das hat wahrscheinlich auch ein bisschen für mich geholfen, dass ich halt diese Zeichenart total cool finde. Also ich. Das ist irgendwie. Weiß ich auch nicht. Deswegen fand ich auch das Design des Babadook in Anführungsstrichen ziemlich cool. Also das war irgendwie was ich als gruselig auch nachvollziehen kann. Gerade, ich finde auch dann immer schön. Es wurde ja viel mit Licht gearbeitet oder eben mit der Abwesenheit in dem Film. Ich finde halt sehr gut, wenn du was nicht richtig sehen kannst immer. Und das ist auch was ich sehr schade finde in vielen Horrorfilmen, gerade jetzt in den letzten 20 Jahren, dass halt dadurch, dass die CGI so gut ist und so, hey, wir haben hier was voll Geiles programmiert, das ist voll aufwendig gewesen, jetzt müsst ihr es auch total gut sehen können. Bei mir wirkt sowas nicht so gut. Bei mir wirkt viel mehr, wenn irgendwas so ungewiss ist, immer noch ein bisschen. Und das ist zum Beispiel im ersten Alien-Film auch ganz toll gewesen. Da siehst du, glaube ich, nur einmal das Monster überhaupt ganz im ganzen Film. Sowas wirkt dann halt bei mir eher. Und das fand ich hier auch cool. Also, dass das da halt wirklich ganz viel im Schatten ist. Und eben wie auch in der Kinderfantasie. Ne? Kinder haben ja immer Angst vor dem, was unterm Bett ist, weil es unterm Bett halt dunkel ist. Oder im Schrank. Oder im Schrank. Das ist auch dunkel. Deswegen muss ich auch sagen, was diese dunklen Szenen, aus der Dunkelheit kommt irgendwas oder irgendwas entsteht und bringt Dunkelheit mit sich, finde ich auch super klasse. Und in diesen Szenen, das sind auch mit die Szenen, die dieser Film, die man durchaus noch ein bisschen hätte weiterverfolgen können, die waren super. Ich fand diese Szenen richtig klasse gedreht. Ich finde sie auch sehr überzeugend. Und da werde ich mich jetzt bestimmt aus dem Fenster heben. Es gibt bestimmt 150 Millionen Leute, die mich dann am liebsten da rausschubsen würden. Da sage ich ganz klar, aus meiner Sicht braucht dieser Film, The Babadook, sich nicht vor Boogeyman oder Sinister oder andere Filme, die sich irgendwelcher gruseligen Kindermärchen bedienen, verstecken. Ich glaube, dieser Film braucht sich sowieso nicht so verstecken. Also wie gesagt, für mich eine der positivsten Entdeckungen der letzten Jahre. Wäre jetzt interessant zu hören gewesen, was Morbo dazu sagt. Der mochte ihn ja gar nicht, hat er letztes Jahr kurz drüber gesprochen. Aber vielleicht schreibt er ja noch was dazu oder so. Ansonsten vielleicht in einer zukünftigen Sendung kann er dann nochmal seinen Senf dazu geben. Wir haben noch einen weiteren Film geguckt und zwar ist es leider der letzte Film unseres Wes Anderson Marathons gewesen. Für mich das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe, für dich das erste Mal.
dass du ihn gesehen hast. Moonrise Kingdom, ein Film über die erste Liebe, kann man glaube ich sagen. Irgendwie. Oder? So ein bisschen. Irgendwie. Irgendwie, ja. Also es steht irgendwie. Zumindest eine erste Liebe in einer wichtigen Position des Films. So darum dreht sich so mehr oder weniger der Rest. Die erste Liebe und das damit einhergehende Durchbrennen. Ja, genau. Und da kommen wir auch schon zu meiner Meinung nach. Durchbrennen, der ist der stärkste Teil. Also für mich ist sowieso ganz viel stark an dem Film. Ja, ich finde erstmal die beiden, also erstmal kann man sagen, das ist für mich vielleicht sogar der bestbesetzte oder bestgecastete Film, kann man vielleicht sagen, weil nicht nur die Schauspieler, sondern Schauspieler plus Rolle. Erstmal die beiden Kinderdarsteller finde ich absolut großartig. Ich möchte gerne viel mehr von beiden sehen. Dann Frances McDormand spielt die Mutter von dem Mädchen in dem Film. Finde ich eine super Schauspielerin, die finde ich schon ganz lange toll und die passt auch ganz toll in dieses Wes Anderson-Universum, wie sie da mit ihrem Megafon immer die Kinder zusammenruft und so weiter. Bruce Willis war auch eine Neuerung, muss man nicht so viel zu sagen, finde ich. Ich mag eigentlich Bruce Willis als Schauspieler, aber ich finde, er passt jetzt nicht so hundertprozentig rein in dieses Universum. Er hat jetzt aber auch nicht wahnsinnig gestört. Bill Murray ist sowieso immer toll, hier auch in einer ganz schönen, melancholischen, traurigen Rolle. Und Harvey Keitel, auch eine Neuerung des Wes Anderson-Universums, habe ich zumindest vorher noch nie gesehen, hier als oberster Pfadfinder-Chef, fand ich auch schön, eine kleine Rolle, aber ganz toll. Und am positivsten hervorheben muss ich fast neben den Kinderdarstellern, ich glaube in seiner ersten Wes Anderson-Rolle, Edward Norton als Pfadfinder Captain oder ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, als Führer des, als Leiter des Camps, das man am Anfang sieht. Großartige Rolle, hat für mich auch damals im Kino, glaube ich, die meisten Lacher gehabt, Edward Norton, allein in dieser ersten Szene, wo er so ein bisschen das Camp inspiziert. Ich glaube, das war so schauspielermäßig alles. Tilda Swinton auch ganz toll besetzt, aber das war zumindest für mich so die größten Highlights. Aber auch alle anderen jungen Darsteller, also die ganzen Kinder, toll besetzt. Und für dich, glaube ich, das zweite Mal, da weder Darjeeling Limited noch die Royal Tenenbaums gesehen, für dich erst das zweite Mal seit Rushmore, dass du Jason Schwartzman wieder gesehen hast in einem Wes Anderson-Film. Hier als derjenige, der dann auch scheinbar dazu ermächtigt ist, Leute zu verheiraten, hast du ihn wiedererkannt? Ja. Der hat sich ganz schön verändert, oder? Ja, das hat er definitiv, aber die Haare, das Gesicht, das ist dieser Schnitt vom Gesicht, das ist einfach, ja, das ist wiedererkennungswert. Ich habe schon vorher gesehen, dass er da mitspielt. Ich habe auch gesehen, welche Rolle er spielt. Ich habe mich gefragt, wann sie das erste Mal auftritt. Und dann, als er aufgetreten ist, habe ich gedacht, ja, das ist er, definitiv. Das hätte ich wahrscheinlich aber ziemlich sicher auch gesagt, wenn ich es nicht vorher auch schon gewusst hätte. Ja, sehr nette Rolle. Bist du nicht? Ich fand die toll. Ja, sie war toll. Also fast alle Rollen, selbst die Rolle Jugendamt fand ich sehr nett. Ja, ich bin das Jugendamt. Genau. Wird auch nur Jugendamt genannt. Hat keinen Namen, ist immer nur Jugendamt. Ich glaube, ich würde in einen Fonds einzahlen. Es gibt ja heutzutage Kickstarter und sowas. Wir müssen mal Wes Anderson irgendwie da anrufen. Ich möchte bitte für eine Schnittfassung des Films bezahlen. Extra nochmal. Könnt ihr auch nachdrehen vielleicht. Ist mir egal, die Schauspieler sind älter geworden. Ist mir vollkommen egal. Ich möchte bitte eine Schnittfassung sehen, in der alleine nur diese Sequenz von Treffen auf dem Feld bis Zelten am Strand, diese Sequenz der beiden Kinder, die ihren Roadtrip, kann man ja nicht sagen, aber ihren Trip durch die Wildnis machen, möchte ich bitte eine Schnittfassung sehen, wo dieser Trip durch die Wildnis, kann auch alles andere meinetwegen rausgeschnitten sein, wo nur dieser Trip von den beiden mindestens 2 Stunden lang ist. Ich hätte den beiden noch ewig dabei zugucken können, wie sie Sachen aufzählen, die sie mitgebracht haben und irgendwie Essen machen und Fisch fangen und Schildkröten und irgendwie kraxeln über Berge und Flaschenzüge bauen und ach, das war so toll. Ich
Ich hätte noch ewig mit dieser Sequenz verbringen können. Das war absolut großartig für mich. Also das war so das Highlight des Films. Jetzt mal nicht um nicht zu sagen, dass ich den Rest scheiße fand oder so, überhaupt nicht, aber ist mir jetzt beim zweiten Sehen aufgefallen, diese Sequenz hätte ich noch ewig weiter gucken können. Ich weiß nicht, wie dir das da ging, aber das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, den beiden bei ihren Unterhaltungen und bei der Reise durch den Wald und durchs Gebirge zuzuschauen. Ja, super Trip und herrlich anzuschauen, was du auch schon gesagt hattest. Ich habe den Film jetzt an einem nicht ganz so günstigen Platz geschaut, sonst hätte ich mich da echt teilweise in die Ecke schmeißen können vor Lachen. Also was Skurrilität angeht und sowas, ich glaube, ich habe noch nichts gesehen, auch in keinem der anderen Wes Anderson Filme, dass diese Szene übertroffen oder erreichen kann. Ja, es ist ja auch, glaube ich, ich wüsste es jetzt bei den anderen Filmen nicht, der explizit in einem Jahr spielt, auch zu einem scheinbar historischen Ereignis. Also zum Beispiel Grand Budapest Hotel spielt meiner Meinung nach in einem Paralleluniversum oder sowas. Aber, auf jeden Fall. Das spielt ja in den frühen oder Mitte der 60er Jahre. Und diesen Sturm, ich habe mich jetzt darüber nicht informiert, aber ich habe das Gefühl, den hat es wirklich gegeben, da, um den das ja, also der dann sozusagen die Klimax des Films auch bildet. Das fand ich schon ganz interessant. Das wusste ich nicht mehr. Ich wusste nicht, dass der Film zu einer bestimmten Zeit, und ich hatte tatsächlich auch, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, den Erzähler vergessen. Und den fand ich so großartig, auch damals schon. Als ich ihn gesehen habe, erinnerte ich mich wieder. Aber ich wusste nicht mehr, dass es diesen Erzähler gibt. Ja, der war auch herrlich. Der war herrlich. Und ich stimme dir auch zu. Ich denke auch, diesen Sturm gab es wirklich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er stattgefunden hat oder was da wirklich alles passiert ist, aber ich denke auch, dass es denn in den 60ern, im Filmspiel 1965, dass es diesen Sturm da wirklich gegeben hat. Es passt aber alles zusammen. Dieser Sturm, wahre Begebenheit, alles drumherum, total anderes Universum irgendwie. Das ist einfach Skurrilität par excellence. Ja, diese Kamerafahrten am Anfang schon durch dieses Haus, sehr schön, einfach irgendwie, und dann zoomt die Kamera aus dem Haus raus, während, also als das Mädchen mit einem Fernglas rausguckt, und das Haus sieht natürlich wie gemalt aus, wahrscheinlich weil es gemalt war, und das, also total cool irgendwie, und überhaupt diese Gegend, wo das spielt, sehr idyllisch irgendwie. Ich glaube, am meisten damals habe ich gelacht bei der Baumhausszene, als die das Camp zum ersten Mal zeigen, wo er alles inspiziert und dann sagt, hier ist das Baumhaus. Wo? Da oben. Ja. Und ich dachte so, ja klar, es ist ein Haus auf einem Baum. Ja, nee, ganz herrlich. Also hattest du auch am Anfang schon gesagt, am Anfang, wo er dieses Camp inspiziert, die Tätigkeiten, echt, echt Wahnsinn, was man sich da hat einfallen lassen. Auch, aber auch die Bewaffnung der Kinder, da habe ich aber auch nicht gesagt, das ist jetzt zu unrealistisch. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass in den 60er Jahren es irgendwo ein Pfadfindercamp gab, wo die tatsächlich riesen, auch mit Äxten und Messern unterwegs waren und so. Und dann, ich will nicht derjenige sein, der seine Waffe vergessen hat. So sieht das aus. Oh Mann, ja, aber ich, und man muss ja auch sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber in der Mitte des Films, und das ist zu einer sehr signifikanten Szene, da wird vorgelesen und da ist Lagerfeuer und so, und da sind die am Strand, und dann ist eine Wendung. Und das ist auch ungefähr fast genau in der Mitte des Films. Und danach war für mich damals auch total unvorhergesehen, dass diese gerade diese Jungs eine andere Richtung einschlagen. Weil das war ja vorher, also es gab ja vorher klare Protagonisten und Antagonisten. Also es gab ja vorher, das sind die Guten und das sind die Bösen, mehr oder weniger. Und dann auf einmal waren nicht mehr alle da, die Guten oder Bösen, wie sie vorher waren. Und dann gab es neue Böse. Und das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, wie das alles war. Das Einzige, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern konnte, war die Sturmflutszene. Als dann eine Person wohin guckt und auf einmal kommt so eine Riesenwelle und schmeißt erstmal alles um in ihrem Weg und so. Und das fand ich, die Szene hatte ich irgendwie, die hatte sich in mein Gehirn eingebrannt. Aber komischerweise ganz viel aus der zweiten Hälfte bis zum Finale, also das Finale hatte sich auch ein bisschen eingebrannt, weil diese Bildsprache mit der Kirche und so, das fand ich sehr schön.
Aber ganz viel aus der zweiten Hälfte wusste ich nicht mehr. Das war, aber es war auch wieder toll, das jetzt zu sehen. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, als das passiert ist. Aber überhaupt alles mit Harvey Keitel, also in seinem Camp dann nachher, das wusste ich alles nicht mehr. Ich hatte ganz viel noch auf dem Schirm aus der ersten Hälfte, wo dieser Briefwechsel geschildert wird und das Kind wird gesucht und so weiter und das andere Kind wird auch gesucht. Davon wusste ich noch total viel, aber von der zweiten Hälfte komischerweise nicht mehr. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann nicht sagen, dass ich die zweite Hälfte deswegen blöd fand oder so. Ich habe den Film, wie vorhin schon erwähnt, noch gar nicht geguckt. Ja, die Wende ist mir auch aufgefallen. Die fand ich auch komplett unvorhersehbar. Und das mit dem Briefe schreiben finde ich auch interessant. Ich habe mich ja dann heute auch ein bisschen über diesen Film informiert. Das hat sogar eine Vorgeschichte, die über einen Schauspieler, die Kinderschauspieler, waren ja beide 12, als sie den Film gedreht haben. Die haben sich so kennengelernt. Also Wes Anderson hat angeordnet, dass die sich erstmal irgendwie wohl nicht sehen, sondern sich erstmal nur Briefe schreiben. Um dann halt diesen irgendwie authentischer dazustehen, denke ich mal. Ja. Das fand ich auch sehr interessant, dass diese Szene, die schon unglaublich geschnitten war, also zusammengeschnitten, Also, wenn selbstverständlich. man bei dem anderen, wir haben ja eben über einen anderen Film geredet, da haben wir ja von Schnittfehlern oder Schwächen im Schnitt gesprochen. Ich glaube, hier kann man das Gegenteil sagen. Sehr starker Schnitt, gerade bei diesem Briefwechsel fand ich sehr schön, weil es wurde mit einem Satz oder mit einem Wort manchmal sogar abgeschnitten, aber an einer Stelle, wo du eigentlich dir ungefähr ausmalen konntest, was der Brief aussagen sollte, so. Und dann am Ende wurden ja dann noch die letzten Briefe komplett eingeblendet. Die wurden ja auch komplett vorgelesen, bestanden aus ein bis drei Worten. Wann? Wo? Genau. Und echt toll. Also das ist, also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich das auch, aber das ist absolute Schnittkunst auf höchstem Niveau, Ja. was sie in dieser Szene veranstaltet haben. Ja, ich glaube, da kommt bei dir auch nochmal erschwerend hinzu, dass du ja, was Realfilme angeht, einen ganz großen Schritt jetzt gemacht hast. Der letzte Realfilm, den wir von Wes Anderson geschaut haben, war ja Tiefseetaucher. Und der ist ja 10 Jahre vorher oder so gewesen ungefähr, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube auch irgendwie 90er Jahre irgendwas. Nee, ich glaube, Oh der ist nee, oder schon, ist an ich glaub, der ist nach 2002. 2000, aber da ist auf jeden Fall ein ganz großer Schritt zwischen gewesen. Und ja, ich kann sagen, bei mir hat sich nichts geändert, was die Meinung angeht. Gerade ich finde die Rolle von Edward Norton auch so toll irgendwie und so. Und die beiden Kinder. Genau, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, dieser Briefwechsel, dadurch sollten sie sich kennenlernen. Ich habe auch noch was gelesen, und zwar, dass Wes Anderson extra die Szene mit dem Tanzen am Strand ganz auf den letzten Drehtag von den beiden gelegt hat oder auf die letzten Drehtage. Also das war die letzte Szene, die gedreht haben, damit denen das nicht unangenehm ist, damit sie den anderen schon gut kennen und sich vor dem auch irgendwie gehen lassen können, weil es ja auch schon in dem Alter gerade schwierig ist, irgendwie vor einem anderen Kind sich so zu tanzen, irgendwie frei oder sowas. Und bei der Szene war wohl nur der Kameramann, der Regisseur und die beiden Darsteller anwesend. Das fand ich ganz schön irgendwie, damit die Kinder sich einigermaßen wohlfühlen und so. Aber Also, die Szene fand ich allgemein, also das klingt jetzt irgendwie, als würde ich das negativ bewerten, tue ich ja nicht. Ich fand die Szene ziemlich hart. ja, es, Weil das also sind. man muss auch, also es ist auch, es ist auch, es ist auch grenzwertig. Es war auch umstritten, glaube ich, auch gerade weil beide ja auch sehr leicht bekleidet sind und so weiter. Und eben in einem Alter, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der eine fragwürdige sexuelle Orientierung hat, der sich diesen Film anguckt, der dann vielleicht denkt, oh, hier, das geht ja schon in, ja, ne? Das ist ja hier meine Art von Porno sozusagen. Erschreckend fand ich dann halt, also die Szene an sich, sowas sieht man durchaus auch mal in anderen Filmen, aber eine erschreckende Szene fand ich, als ich dann halt auch gesehen habe, dass die Darsteller auch wirklich erst 12 waren. Das hat die Szene halt so, also aus meiner Sicht so in Anführungszeichen, heftig gemacht. Ja, aber krass auch, ich finde auch, also, dass die in dem Alter, also ich finde wahnsinnig, die haben ein wahnsinniges Charisma beide gehabt irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wo die gefunden haben oder wie lange die gecastet haben dafür, aber ich bin wirklich begeistert gewesen von den beiden Schauspielern, auch wie authentisch die waren und so weiter. Also sie ist sehr authentisch als ein bisschen introvertiert und leicht depressiv vielleicht rübergekommen, und er ist auch sehr als und er ist als irgendwie Nerd
der aber eigentlich irgendwie sehr, sehr klug ist und ein gutes Herz hat und so, aber sehr pragmatisch veranlagt und so. Also diese Charakteristik, das ist total gut rübergekommen. Ich weiß nicht, wie nah das an den tatsächlichen Menschen, die an den tatsächlichen Schauspielern ist, aber Kinderdarsteller sind ja immer so eine Sache. Das ist ja, da steht ja und fällt ganz viel mit und auf den beiden, auf den Schultern von diesen beiden Kinderdarstellern liegt ja der halbe Film. Also wären die scheiße gewesen oder hätte das überhaupt nicht geklappt, wär das total, hätten die überhaupt keine Chemie gehabt, hätten die überhaupt nichts miteinander anfangen können oder so, wäre der ganze Film total anders und wahrscheinlich schlimm für die Zuschauer geworden. Also von daher umso erstaunlicher, erstmal, dass man die beiden, oder ich zumindest, beide bewusst nicht gesehen habe, groß irgendwo sonst. Und dann, dass das so gut funktioniert hat. Also, vor allem, also diese Darstellung von Kindern, auch mit so viel, also diese Schwelle zwischen Kind und Erwachsensein, auf der sie sich ja in dem Alter befinden, so gut und detailliert dargestellt, das habe ich, glaube ich, zuletzt in Filmen aus den 70er oder 80ern gesehen. Ich glaube, in den 90ern und in den letzten 10, 20 Jahren wurden Kinder meistens eher sehr vereinfacht in Filmen dargestellt und gerade vor dieser Zeit, in der man dann auch erste Liebe oder sowas hat, da wurden dann entweder solche Geschichten erzählt mit Kindern, die schon mit Kindern, die angeblich 15 sind, die dann von Leuten gespielt werden, die aber wirklich 25 sind oder so. Und hier ist es dann, also Hut ab vor dieser Leistung, sowohl vom Regisseur als auch von den Leuten, die da gecastet haben, als auch Drehbuch und den beiden Darstellern. Ja. Und ich kann sagen, für mich immer noch mein Lieblings-Wes Anderson-Film auf jeden Fall. Ich mag generell immer Filme, so Coming-of-Age-Thema, also gerade Filme irgendwie auf der Schwelle des Erwachsenseins irgendwie einen wichtigen Schritt zu tun. Solche Filme haben bei mir immer so irgendwie, treffen irgendwas in mir, vielleicht weil ich immer noch ein sehr kindliches Gemüt habe oder mich damit gut identifizieren kann, keine Ahnung. Aber diese Art Thema trifft mich immer irgendwo und das war ja auch schon bei Rushmore so. Und hier, es wurde sehr gut getroffen und Wes Anderson hat auch gesagt, es ist nicht autobiografisch, aber es ist eine Fantasie, die er meint, in dem Alter gehabt haben zu können. Und das, fand ich, trifft es ganz gut. Also das ist so, wie man sich eine Wunschvorstellung, die man vielleicht in dem Alter gehabt hätte von der ersten Liebe, was man gerne mit der machen würde oder wie die sein soll oder so. Und das fand ich ganz treffend dargestellt. Es wäre für mich interessant, mal zu sehen, was eine Frau in unserem Alter oder ein Mädchen in jüngerem Alter oder überhaupt jemand Weibliches denkt, ob die sich auch damit identifizieren kann oder ob die das irgendwie überhaupt interessant findet, so eine Geschichte, weil wir jetzt das ja nur aus männlicher Sicht beurteilen können und ob wir uns da irgendwie wiederfinden können oder ob wir das irgendwie interessant finden. Das stimmt, das wär wirklich mal interessant, wie das halt andere Geschlechter mal sieht. Das ist das auch so ein Film, genau in dem Punkt kann der nämlich zu ziemlichen Streitmeinungen führen, denke ich. Ja, ist halt die Frage, wie gut und realistisch vielleicht auch das Mädchen dargestellt ist. Also wir können das ja nicht so beurteilen. Ich kann nur beurteilen, ob der Junge einigermaßen, und der Junge war jetzt vielleicht nicht unbedingt total realistisch, aber er fühlte sich wie eine Person an. Eine Person in einem seltsamen Wes Anderson-Universum, aber er fühlte sich wie eine Person an. Genau, da hast du den Punkt gesagt. Es ist halt ein Wes Anderson-Kind. Ja, aber genau, als Wes Anderson-Kind hat es super funktioniert. Ja. Also hat dir der Film auch gefallen. Wo würdest du ihn denn so einordnen von deinen Wes Anderson-Erfahrungen her jetzt? Ich meine, klar, ist immer schwierig, weil es der letzte Film ist, den man gesehen hat und man irgendwie dann die anderen vielleicht schlechter im Gedächtnis hat und sonst was. Aber jetzt spontan, was wäre so dein Ranking? Oder dein, Platz wo würdest zwei. Du ihn reinpacken? Platz 2. Ja. Ja, das ist doch schon mal gut. Da kann man nichts gegen sagen. Kann das sein, dass fast jeder Film, den wir gesehen haben, irgendwie über dem davor war? Nee, bei Mr. Fox hat das nicht so ganz geklappt, aber okay. Sonst hast du recht. Ja. Ja, aber das heißt ja auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es chronologisch ja auch gesehen, ne? Ja. Mehr oder weniger, wenn wir jetzt mal Budapest Hotel außen vor lassen, ja. Haben wir chronologisch. Das heißt, irgendwie zeigt das auch so ein bisschen die Entwicklung dieses Regisseurs, finde ich jetzt. Ja, also kann man hoffen, dass der in der Zukunft immer noch besser wird. Ja. Ja, Grand Budapest Hotel ist bei mir Platz 1, ist sein neuester Film. Ja.
Moonrise Kingdom ist jetzt sein vorletzter Film, ist Platz 2. Ja. Also. Also das ist beim, ich weiß gar nicht, ob es bei mir auch ungefähr, aber bei mir wäre es halt umgekehrt dann. Aber Grand Budapest Hotel ist auch nahe der Spitze auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, ob es Platz 2 ist, aber er ist auf jeden Fall auch relativ weit oben. Von daher, da hast du schon recht. Also ich glaube, Wes Anderson hat noch ein paar gute Zeiten vor sich auf jeden Fall. Bei anderen Regisseuren kann man ja auch manchmal einen Stilbruch sehen oder so, dass dann irgendwann so eine ganz andere Schiene kommt. Ich weiß nicht, ob das bei Wes Anderson auch irgendwann passieren wird. Bis jetzt ist einfach nur immer mehr dazugekommen, aber es ist irgendwo schlüssig, wenn man sich die Filme davor anguckt. Also was dann danach dazukommt, das würde auch immer in die Filme davor irgendwie ins Universum reinpassen. Und es entwickelt sich so langsam weiter, habe ich eher das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich irgendwo von großartig wegbewegt hat. Also, er bleibt auch nicht stehen, er entwickelt sich. Ja, genau. Also wenn man sich jetzt nochmal durchgeknallt angucken würde, also Bottle Rocket, diese Figuren würden auch in einen heutigen Wes Anderson-Film reinpassen. Auf jeden Fall. Und das heißt ja schon, er ist sich selber bis jetzt auf jeden Fall sehr treu geblieben, was so die Stilrichtung angeht. Einige werden sagen langweilig, weil es halt immer irgendwie ein bisschen dieselbe Richtung. Ich würde eher sagen, toll, dass es jemanden gibt, der diese Richtung macht. Und ich möchte gerne mehr Filme aus der Wes Anderson-Welt sehen, auch in Zukunft. Ja. Also, ja, schöner Marathon. Ein sehr schöner Marathon, bereue ich keinen einzigen Film von. Wir werden demnächst auf jeden Fall einen neuen machen, noch nicht zur nächsten Sendung, aber dann wahrscheinlich zur übernächsten. Wir haben auch schon uns ein Thema ins Auge gefasst, da werde ich dann ein paar Filme vielleicht auch noch zu raussuchen bis zum nächsten Mal und die mit Jan vorher absprechen, ob die so okay sind, und wir einigen uns dann auf wieder 5, würde ich sagen, und legen dann in der darauf folgenden Sendung los, direkt mit dem ersten. Ja, ich war in letzter Zeit jetzt, also zumindest in den letzten Tagen, nicht so viel zu Hause, habe aber trotzdem ein paar Sachen geguckt. Das Neueste, was ich geguckt habe, ist gestern gewesen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Können wir auch kurz dann drüber reden. Real Steel mit Hugh Jackman. Hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht. Es ist ein Film, der geht um, der spielt im Jahre 2020, soweit ich weiß, und es ist zu einer Zeit, wo, also Boxen kennt ja jeder und jetzt gibt es ja auch MMA, also Mixed Martial Arts, und es spielt in einer Zukunft, wo sich das alles noch ein bisschen weiterentwickelt hat und die Leute halt immer mehr Brutalität sehen wollten und so, und weil bei Menschen da gewisse Grenzen gegeben sind, kamen dann irgendwann Roboterkämpfe zustande und die Roboter wurden dann halt sehr weit entwickelt, sodass die sich gegenseitig halt, das ist also Roboter, als wird als Roboterboxen bezeichnet, aber letztendlich gibt es auch ganz viele Straßenkämpfe davon, wo mehr oder weniger alles erlaubt ist, und da werden dann auch gerne mal Gliedmaßen ausgerissen und sowas alles, und es geht dann halt darum, dass der Hugh Jackman spielt halt so einen ehemaligen Boxer, der halt jetzt mit Robotern durch die Gegend reist, die er dann bedient, und mit denen verdient er so mehr oder weniger Geld, meistens macht er aber eher Schulden, und seine ehemalige Frau, Freundin ist gestorben und hinterlässt einen Sohn. Er weiß auch, dass er diesen Sohn hat, hatte mit dem aber nie was zu tun, wollte es auch nicht, und hat ihn dann eine Woche lang an der Backe oder so, aus finanziellen Gründen und aus gerichtlichen, und finden die beiden über den Bau eines Roboters irgendwie so ein bisschen zueinander, den sie dann für einen Kampf oder fürs Kämpfen sozusagen zusammenschrauben und trainieren, und hatte wenig Erwartungen, ich habe mehr so mit so einer Trash-Kanone gerechnet, muss aber sagen, dass der Film mich durchaus positiv überrascht hat. Es ist jetzt keine Bombe gewesen, aber er ist in der Welt schlüssig, die Schauspieler sind alle ziemlich gut, als weibliche Hauptdarstellerin kann man auch Evangeline Lilly noch erwähnen, die den Leuten aus den Hobbit-Filmen und aus Lost vor allem bekannt sein dürfte. Und alle Schauspieler machen ihre Sache ganz gut. Der Junge ist am Anfang, finde ich, ein bisschen nervig, wird dann aber, also nicht so nervig wie bei Babadook jetzt, aber auf eine andere Art und Weise eher. Und geht dann aber zum Schluss hin eigentlich. Und das Ende des Films fand ich sehr positiv, weil es nicht so erwartet wurde von mir. Normalerweise ist es ja bei Sportfilmen eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche am Ende. Das berühmte Karate-Kid-Ende. Am Ende besiegt er dann den übermächtigen Gegner und alles ist toll und so. Und hier ist halt das Ende ein bisschen anders gehalten und das fand ich sehr positiv. Ich würde den Film jetzt 7 von 10 Punkten geben. Wird auch mit einer 8 leben können, wird auch mit einer 6 leben können, aber der Film ist auf jeden Fall für
das, was er ist, nicht schlecht. Die Tricks sind gut, die Schauspieler sind gut und das Ende ist ganz schön. Wenn man so einen Film à la Karate Kid gerne sieht, kann man sich auf jeden Fall auch mal Real Steel angucken. War jetzt wesentlich weniger schlimm, als ich das erwartet hatte. Ja, hast du auch irgendeinen Film noch gesehen, abgesehen von dem, was wir jetzt geguckt haben? Ja, ich habe Katakomben geguckt. Es ist ein Film, der um den Stein der Weisen geht. Von Harry Potter? Nein. Sollst du mein Facebook-Feed zitieren? Nein, sollst du nicht. Ich habe das nicht gelesen, ich schwör's. Achso. Ich weiß, hab ich das, da war extra grade, reingeschrieben. Das war grade, das kam mir in den Kopf. Nee, ich mache das ja immer so, bei Facebook poste ich ja, was ich gucke, schreibe dazu dann meistens auch ein kleines Statement. Und da habe ich auch zum Ende hingeschrieben, dass es, als ich geht um den Stein der Weisen dazu, nein, nicht um den von Harry Potter, sondern um den Ursprung aller Alchemie. Und um die Sage drumherum, um den Mythos, besser gesagt. Und das ist auch ein Film, der ist, wie soll ich das nennen? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich würde es so Adventure-Horror nennen. Arbeitet sehr, sehr viel mit Psycho-Horror. Hat leider auch diese, ich nenne es jetzt mal, und ja, es soll abwertend klingen, Teenie-Horror-Effekte, beziehungsweise Anbandlung. Es geht um eine Gruppe von, wie bereits schon mal gesagt euch, 6 Leuten. Von lass denen mich am Ende, es bleiben nicht 6. Nein, es bleiben am Ende, lass mich lügen, 2 oder 3. Jetzt hast du ja fast gespoilert. Ja, man weiß ja nicht, wer alles, ne? Man weiß nur, egal wer überlebt, man mag den Charakter nicht. Das ist leider fast die Regel, ja. Und das ist aber auch kein Spoiler, weil man mag keinen dieser 6 Charaktere. Es gibt mal ein paar Szenen, da wird der ein oder andere mal ein bisschen sympathisch, aber im Großen und Ganzen sind sie alle scheiße. Das tut dem Film aber auch keinen Abbruch. Es geht darum, das ist im Iran, glaube ich, startet der Film. Da findet unsere Hauptprotagonistin einen Hinweis auf einem in einem Tunnelsystem, das gesprengt werden soll. Und es geht um die Reise durch die Hölle, so würde ich das mal sagen. Nach diesem Hinweis geht es ab nach Frankreich. Ich weiß nicht, wie viele Leute unserer Zuhörer das kennen. Unter Paris sind, was weiß ich, wie viele Milliarden Kilometer gefühlt, Tunnel, Gänge und sonst was gebaut worden, um Millionen von Leichen zu Zeiten der Schwarzen Pest unterzubringen, weil die Friedhöfe angefangen haben zu stinken, weil so maßlos überfüllt. Und in diesen Katakomben spielt das alles. Und es ist eine, wie ich eben sagte, es ist eine Reise durch die Hölle. Sehr schön in Szene gesetzt, sehr schöne Psycho-Horror-Effekte, leider auch der ein oder andere Jumpscare, aber man muss sagen, das passt in diesen Film. Es sind nicht so irre viele, es sind nicht, lass es 4 oder sowas sein, sind auch nie wirklich wichtige Szenen. Die Story ist interessant gehalten, ich mag aber auch dieses Mythische, ich mochte auch diese Filme wie Da Vinci Code oder wie hießen diese Filme, wo sie die amerikanische Verfassung da suchen. Oh, Moment, irgendwas mit Ritter, glaube ich. Ja, genau, da gab es noch einen zweiten Teil von. Solche Filme mag ich relativ gerne. Ich mag, weil Vermächtnis der Tempelritter. Ja, genau, und das Vermächtnis des geheimen Buches ist, glaube ich, der andere oder so. Habe ich im Kino gesehen damals, mochte ich nicht so. Ja, muss man halt mögen, ich mag es, deswegen passte mir auch Katakomben ganz gut in den Kram. Magst du Indiana Jones wahrscheinlich auch total gerne? Yep, total gerne würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gucke es, wenn es im Fernsehen läuft und ich dran denke. Es ist jetzt nicht unbedingt was ich mir jetzt auf jeden Fall Blu-ray oder DVD in mein Regal stellen würde. Aber ich gucke es, ich mag diesen Abenteuer-Dinger. Ich glaube, damit hast du dir jetzt mehr Feinde gemacht, dass du dir das nicht ins Regal stellen würdest, als dass du Jumpscares nicht so toll findest. Och, ich bin's gewohnt, mir Feinde mit meinen Aussagen zu machen. Noch habe ich keine Hate-Mails bekommen, ich habe noch keine Eier in meine Fenster fliegen sehen oder sonst was. Also noch ist alles gut gegangen scheinbar. Und ja, der Film ist, wie ich es gesagt hatte, so Horror-Abenteuer. Sehr interessant gemacht, sehr schön zu gucken. Kurzweilig, was ich ja an Filmen immer schätze. Kurzweilige Filme sind einfach das, was es sein sollte. Und viel mehr darf ich zu diesem Film nicht sagen, weil mit jeder weiteren Aussage würde ich den Film ein Stück weit spoilern. Es passiert sehr viel, es passieren sehr merkwürdige Dinge. Ziehen sich über den ganzen Film hinweg und man hat am Ende dieses Films, was dir vielleicht auch gefallen könnte, mehr Fragen als während des Films. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht. Aber wenn die Leute alle unsympathisch sind, weiß ich nicht, ob ich das so toll finden würde. Das Schöne ist, die Fragen, die man nach dem Film hat, beziehen sich
Ja, eine Frage oder zwei Fragen beziehen sich auf Charaktere in diesem Film, die aber nicht zu diesen Hauptprotagonisten gehören. Und der Rest bezieht sich auf die Story oder besser gesagt auf das, was ist denn da gerade überhaupt passiert? Warum ist das passiert? Ja, keine Ahnung. Also auch ein Film, über den man, also ich zumindest da im Nachhinein noch ein bisschen nachgedacht habe. Und was habe ich denn sonst gesehen? Habe ich sonst noch irgendwas gesehen? Ich glaube, das war es in den letzten 2 Wochen im Großen und Ganzen. Ich könnte jetzt auf mein Facebook-Profil gehen, aber da habe ich gar keine Lust zu. Von den, ja, von ich kann vielen. ich kann ja mal erstmal noch was erzählen, vielleicht findest du ja noch was. Ich habe ein bisschen weiter geguckt, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Da bin ich aber noch nicht auf dem neuesten Stand. Das ist auch ganz gut gewesen, also die letzten Folgen, die ich jetzt so gesehen habe. Ich glaube, 3 fehlen mir noch oder 4. Also ich bin noch nicht bei der Stelle, wo dann im Prinzip Avengers Age of Ultron anschließen würde. Das heißt übrigens doch Ultron und die deutschen Synchronsprecher oder Übersetzer haben da irgendwie Mist gebaut. Also in jedem Trailer oder in jeder Vorschau oder in jedem Interview, was ich irgendwie von amerikanischer Seite gehört und gesehen habe, heißt es immer Ultron und nicht Ultron. Also von daher weiß ich nicht, was die da uns da auftischen wollten. Da bin ich noch nicht. Also Agents of S.H.I.E.L.D. spielt ja dann sozusagen mal parallel mit diesen meisten Filmen. Und da gibt es dann wohl auch eine Serie, die auf Age of Ultron hinleitet, auf die erste Szene im Prinzip sogar. Also du erinnerst dich ja, dass sie da mitten in der Mission sind, als wir in den Film einsteigen. Ne? Mhm. Und, ja. Und im Prinzip das, wo sie dahin wollen, das wird in Agents of S.H.I.E.L.D. erwähnt und dann wird wohl ganz am Ende der Folge gesagt, so hier, wir müssen die Avengers rufen, die sollen da mehr hin. Und in der Folge danach geht dann auch darum, was in Age of Ultron passiert ist. Irgendwie habe ich gehört oder gelesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich die Folge noch nicht gesehen. Dann habe ich noch geguckt, Peaky Blinders, die ersten 4 Folgen. Und leider muss ich sagen, dass ich den Enthusiasmus nicht so ganz teilen kann. Die ersten 2 Folgen fand ich ziemlich cool. Ich mag die Optik total gerne. Ich bin ja auch, ach ja genau, da komme ich gleich noch zu. Ich mag ja sowieso gerne dieses viktorianische, spielt ja ein bisschen danach, spielt ja glaube ich in den 20er Jahren, spielt ja kurz nach oder sogar vor den 20er Jahren. Also spielt es kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall in Birmingham. Also in England und geht halt viel um Armut und so weiter und viele Kriegsveteranen sind zurückgekehrt und währenddessen haben die Frauen eigentlich das ganze Geschäft geführt. Und es ist im Prinzip eine Gangster-Story, eine Gang in Birmingham, die da eigentlich ihren Stadtteil so ein bisschen unter Kontrolle hat. Das sind die sogenannten Peaky Blinders, diese Gang. Und es geht halt um Pferderennen, die dann irgendwie Wettenmanipulationen und sowas alles. Und die haben dann auch so Mützen auf und in den Mützen, also in der Mütze von dem Anführer auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie alle das haben, aber das sind diese, naja, ich weiß nicht genau, wie die heißen, es sind nicht Baskenmützen, aber es sind so ein bisschen puffigere Mützen und vorne zwischen dem Schirm und dem der überlappenden Mütze sind 2 Rasierklingen angebracht. Und dann werden diese Mützen ab und zu auch mal in Kämpfen verwendet und dann wird jemandem ein Stück vom Ohr abgeschnitten oder so. Das fand ich auch ganz nett. So. Also eigentlich ist es nicht nett, aber ich hoffe, das versteht jetzt der eine oder andere, wie ich das meine. Ja, was ich aber nicht so mochte an der Serie, und da kommen wir jetzt als nächstes zu, ist die auch leider sehr im Vordergrund stehende Liebesgeschichte, die angedeutet wird. In der Mitte der Staffel zwischen unserem Hauptcharakter und einer anderen Person, die ich leider finde bis jetzt, dass sie sehr vorhersehbar ist. Ich glaube, sie fängt in der ersten oder zweiten Folge an und zieht sich jetzt seitdem. Und wie gesagt, ich finde sie leider sehr vorhersehbar und sehr typisch für solche Art von Konstellation zwischen 2 Menschen, die in Filmen oder Serien vorkommt. Das finde ich sehr schade, deswegen, das zieht sich für mich. All diese Szenen, diese Story im Vordergrund steht, das zieht sich für mich alles sehr, leider. Schauspieler sind toll. Sam Neill, bekannt aus Filmen wie Jurassic Park, da hat er den Hauptcharakter gegeben, damals, den Archäologen, falls sich noch irgendjemand erinnert. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß in dem Film. Der spielt hier mit, aber auch Cillian Murphy heißt er, glaube ich, unter anderem
bekannt aus der Dark Knight Trilogie als Vogelscheuche. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Doktor heißt, also der die Vogelscheuche dann auch ist im Prinzip. Sehr guter Schauspieler, auch die, weibliche Hauptdarstellerin, die ja, wie gesagt, diese Liebesgeschichte hat. Ich weiß nicht, ob ich die kannte vorher, aber die finde ich auf jeden Fall sehr gut eigentlich und auch ziemlich hübsch. Ich finde, die hat eine ganz tolle Nase. Ich mag das unheimlich gerne, wenn so Nasen von der Seite so ein bisschen gebogen sind, also dass die so eine Rundung haben und von vorne aber ganz normal aussehen. Und das ist bei ihr der Fall. Wenn man die von vorne sieht, denkt man immer, ja, 0815 hübsches Gesicht, und von der Seite hat sie dann aber so eine leicht orientalisch anmutende oder römisch anmutende Rundung. Das sieht ganz niedlich aus. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss noch die letzten zwei Folgen der ersten Staffel gucken. Werd sehen, ob ich dann ein positiveres Bild habe der Serie. Was ich auch noch geguckt habe, aber da kann ich nicht viel zu sagen, weil bis jetzt nur eine Folge rausgekommen, und ich bin total froh, dass es sie direkt auch auf Netflix in Deutschland gibt. In USA läuft sie nämlich, glaube ich, auf Showtime. Und das ist die Serie, wo ich auch schon die erste Staffel letztes Jahr geguckt habe. Oder war es dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls heißt sie Penny Dreadful. Und die erste Staffel läuft zurzeit gerade. Und tatsächlich zeigt sie Netflix auch in Deutschland. Und die erste Folge habe ich dann, wie gesagt, auch schon gesehen. Ganz toll besetzt. Timothy Dalton, der auch, glaube ich, schon mal James Bond war. Dann Billy Piper, bekannt aus unter anderem Doctor Who. Vor allem Eva Green, bekannt aus Dreamers 300 Teil 2 und wo hat sie denn noch ganz groß mitgespielt? Ah, genau, James Bond Casino Royale und Königreich der Himmel hat sie auch mitgespielt. Also ganz tolle Schauspielerin, Französin eigentlich, aber ich glaube geboren irgendwie in England und deswegen spricht sie auch so britisches Englisch ganz gut. Und jetzt habe ich den, wie heißt denn der andere Typ noch? Jetzt muss ich nachgucken. Der ist auf jeden Fall bekannt unter anderem aus diesem ganz schrecklichen Film Pearl Harbor. Hat aber auch in Lucky Number 11 die Hauptrolle gespielt, wenn mir jetzt noch der Name einfällt. Ich gebe mal Lucky Number 11 ein und dann weiß ich auch gleich den Namen. Number. Josh Hartnett. Genau. Josh Hartnett spielt auch noch mit. Also super besetzt, wie gesagt. Ist auch von dem Autor von ganz vielen Sam Mendes-Filmen. Also ich glaube, der hat Skyfall geschrieben und der hat auch unter anderem Gladiator geschrieben und ein paar andere Sachen. Also der arbeitet ganz viel auch mit Sam Mendes zusammen. Und das ist seine erste Serie, die er jetzt geschrieben hat. Und ja, bei Penny Dreadful geht es im Prinzip... Penny Dreadful ist ein anderer Name für Groschenromane. Im Gore- und Horror-Genre, so um 1900 rum gewesen. Das hieß damals also vor allem solche Bücher wie Dracula, Frankenstein, Jack the Ripper-Sachen irgendwie. Jack the Ripper gab es ja wirklich irgendwie, aber da gab es dann ja auch solche komischen Geschichten drüber. Dann das Bildnis des Dorian Gray und Dr. Jekyll, Mr. Hyde, all diese Sachen nennt man Penny Dreadfuls. Also so nannte man diese Büchlein. Das war um diese Zeit rum, also halt um die Jahrhundertwende, gab es ganz viel und waren die sehr erfolgreich. Und auf diesen Büchern beruht so ein bisschen diese Serie. Also ganz viele Figuren aus dieser, also zum Beispiel Dr. Frankenstein kommt in der Serie vor, verschiedene Charaktere aus Dracula kommen in der Serie vor. Und die leben halt alle in diesem Universum. Also es gibt halt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt... wie gesagt, Frankenstein, der seine Monster da kreieren möchte und so weiter. Und es ist aber alles auf der so auf der Kippe zu, also es, die Serie versucht aber trotzdem so realistisch wie möglich rüberzukommen. Und das ist ganz cool. Also es kommt fast rüber wie so eine Oliver Twist-Verfilmung. Oliver Twist spielt ja auch um diese Zeit rum. Und viktorianisches London und so, und alles ist mit Kutschen und dreckig und irgendwie Leute sind krank, da ist irgendwie Pest und Drogen und Prostitution und sowas alles. Und in dieser Welt gibt's aber halt trotzdem irgendwie Vampire und Werwölfe, und es weiß aber eigentlich keiner wirklich was davon. Und es ist sowas, was unterschwellig halt gerüchteweise, und keiner weiß so genau und so. Und ja, also die Serie, also kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag die Serie und ich bin sehr froh, dass es sie jetzt in der zweiten Staffel gibt. Ich mag die Stimme unheimlich gerne. Es ist sehr,
ja, es ist sehr morbide und düster und dreckig und so. Und es ist irgendwie, ja, wie so Oldschool-Horrorfilme so ein bisschen. Also wie so früher Dracula und Frankenstein-Filme und so ein bisschen diese Richtung. So ein bisschen, alles ist so ein bisschen mysteriös und düster und dreckig und geheimnisvoll und so und okkult und Teufelsanbetung und all so ein Scheiß. Das ist total super. Also Penny Dreadful kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man dem Monster-Horror und überhaupt diese ganzen, dieser ganzen Ära zugeneigt ist. Ist das für dich auch was? Bist du Fan von so alten Groschenroman-Horror-Zeugs? Als Groschenromane habe ich grundsätzlich nie gelesen. Nee, aber du kennst ja auch die Geschichten von Dracula und Frankenstein. Ja, natürlich, die Geschichten kenne ich. Die Bücher zu denen habe ich auch, nee, Dracula nicht, aber Frankenstein zum Beispiel habe ich auch komplett gelesen. Ja, siehst du, und ursprünglich ist das, glaube ich, als Groschenroman rausgekommen. Das war, glaube ich, sowas, was, das war so eine Serie. Weißt du, wie heute Manga oder so. Das ist so eine Geschichte. Später ist das in Buchform dann rausgekommen, aber damals ist das dann vielleicht in der Zeitung oder in so kleinen Heftchen immer mal raufgekommen. Ach so, ja. Und es war wohl für einen Penny oder so, deswegen hießen die wahrscheinlich Penny Dreadful. Vermute ich dann wohl auch. Dracula, klar, kennt man diverse Filme von, kennt man diverse Anspielungen von, man kennt die Geschichte, man kennt den Stummfilm. Und ansonsten bin ich relativ großer Fan der Hörspielreihe John Sinclair. Und wenn man die mal gehört hat, weiß man, dass es da auch ganz, ganz viele dieser Anspielungen auf klassische, okkulte Monster und Geschehnisse gibt. Also so rein von der Story her, rein von den Dingen, um die es da geht her, wäre das sicherlich was für mich. Oh, ich habe einen guten Vergleich gefunden. Hast du die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gesehen? Ja. Ja, den mochte ich nicht so, aber ich finde die Grundidee total super und mag auch die Zeit, in der das spielt. Und diese Idee und die Stimmung und so finde ich eigentlich ganz gut. Den Film an sich fand ich dann aber letztendlich nicht so gut. Und im Prinzip ist die Serie so ähnlich. Du hast ganz viel Überschneidung zwischen verschiedenen Geschichten und so, dass meinetwegen der Dr. Dracula auf einmal auf Dorian Gray trifft, der nicht altern kann und irgendwie aber auch mit Vampirforschung beschäftigt ist und sonst was. Und im Prinzip ist es die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen von jemandem geschrieben, der versucht, das alles irgendwie auch noch Sinn ergeben zu lassen und dass das nicht total bescheuert wirkt und so. Also im Prinzip die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen für Studenten oder so. Ne, erinnert mich, wo du was du gerade erzählt hast, auch so ein bisschen an die eine oder andere Folge von Supernatural. Ja, ja, gibt's ja auch genügend Supernatural Einspielung. Ist, glaube ich, ein bisschen mehr Comedy drin, aber im Prinzip kann man, also zumindest von der Herangehensweise ist es vielleicht die Idee ein bisschen ähnlich gewesen, das kann schon sein. Aber es spielt halt auch irgendwie 1890 oder so, ne? Also es spielt um das Jahrhundert rum. Damals. Ja, Supernatural spielt ein paar Tage später. Ja, Supernatural spielt dann, wenn es gerade Lust hat zu spielen, immer. Genau, mal da, mal hier, mal irgendeiner anderen Zeit. Ja. Nee, du hattest eben gesagt, ich soll, während du über deine geschauten Serien berichtest, nochmal kurz überlegen. Ja, ich habe noch zwei Filme geguckt, den einen brauche ich nicht erwähnen, über den haben wir im Zuge der Oscar-Geschichten schon geredet. Wollte einen Kumpel unbedingt mal sehen, dann habe ich den mir nochmal angeschaut. Es wäre X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Mhm. Der zweite Film, den wir an dem Abend geschaut hatten, das war Dragon Age, Dawn of the Seeker. Jetzt wollen wir einen Appell an wahrscheinlich alle Gamer, also alle Rollenspiel-Gamer, die uns zuhören. Sie werden alle die Spiele Dragon Age kennen, ausnahmslos. Und du wahrscheinlich auch. Sie hat zumindest gehört davon, habe ich. Achso, gespielt nie? Nee, gespielt habe ich es nicht, aber ich habe 10 gesehen. Ich bin ja auch keiner, der am PC spielt und ich glaube zumindest bis auf diesen Teil. Den gibt es, glaube ich, auch für Konsole, aber ich glaube, die anderen gab es alle nur für den PC oder so. Nee, ich glaube, es gab 1 und 2, ich glaube, alle drei gibt es auch für die PlayStation. Okay, aber das ist mir dann zumindest nicht aufgefallen bei den ersten. Ja, das ist auch jetzt eher irrelevant für den Film. Dazu kann man nur sagen, wer sich jetzt fragt, wie kann man denn bitte aus diesen Spielen irgendwie einen Film machen? Der Film ist als ergänzendes Feature zu sehen. Alle, die Spiele gespielt haben, wissen, dass am Ende des zweiten Teils eine Kirche in die Luft gejagt wird. Diese Geschichte ist Grundthematik der gesamten Suche, also Seeker-Geschichte in Dragon Age, in dem Film. Dieser Film spielt also zwischen den Spielen Teil 2 und Teil 3. Teil 3, das Interessante, ist jetzt dieses Jahr erst erschienen. Der Film ist, soweit ich weiß, von 2012 oder 13. Das müsste also ziemlich parallel zu Teil 2 der Spielereihe erschienen sein. Und da geht es einfach um den Krieg, der angezettelt wird am Ende des zweiten Teils und wie sich das entwickelt, um was es da geht. Und man hat alles drin, was man sich aus dem Spiel vorstellen kann. Du hast Drachen, du hast Blutmagier, du hast alles, was du willst. Die Animation lässt
nicht zu wünschen übrig, sondern ist gewöhnungsbedürftig. Es ist halt definitiv ein Fanmake, das merkt man auch. Die Story ist an sich aber dafür sehr interessant gehalten, wird auch sehr gut dargestellt und wer die Spiele mag, wird den Film auch ganz gerne sehen, wenn man sich dann halt mit dem Animationsstil anfreunden kann. Ja, hört sich vielversprechend. Gibt's ja auch ganz viele Spiele, Filme zu anderen Spielen. Ich habe irgendwie einmal über was waren das? Das war aus dem Dead Space-Universum, habe ich mal einen Film gesehen und so. Gerade Animationsfilme und Zeichentrick gibt's ja ganz viele. Dead Space Aftermath, der dritte Teil, glaube ich. Ich glaube, 2 oder 3 Teile Filme gibt es zu diesem Universum. Ja, einen habe ich gesehen, den fand ich aber nicht so gut, deswegen habe ich mir die anderen auch nicht angeguckt. Gut, dann dafür das erstmal gewesen sein. Wir reden in Spoilt auf jeden Fall auch noch zusätzlich zu dem, was wir jetzt, also wir werden über Babadook reden, aber bestimmt auch über Sopranos. Und vielleicht fällt uns ja auch noch irgendwas anderes ein. Aber das auf jeden Fall in Spoilt dann noch. Und jetzt werde ich euch noch sagen, was wir in der nächsten Sendung sehen werden. Und dann, beziehungsweise ich erzähle euch jetzt mal, welche Filme demnächst rauskommen und infolgedessen dann auch, was wir nächste Sendung besprechen werden. Also, am 14. Mai, das ist diese Woche Donnerstag für uns, Mad Max Fury Road und Pitch Perfect 2. Und das sind beides Filme, die ich mir hier angekreuzt habe. Die möchte ich beide sehen. Und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Sendung, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, es passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes, aber wenn nichts ganz Schlimmes Unvorhergesehenes passiert, werden wir in der nächsten Sendung über Mad Max Fury Road hoffentlich sprechen können. Und ich freue mich sehr auf diesen Film. Und weil das ganz gut passen würde, habe ich gedacht, dass wir dann auch direkt den ersten Mad Max nochmal schauen. Der ja, glaube ich, von, du hast vorhin gesagt, 1978 ist. Also das ist dann für die nächste Sendung der Plan. So, genau. Und am 21. Mai kommt raus A World Beyond mit, beziehungsweise das Tomorrowland im Original. Ich weiß, da verstehe ich wieder nicht, wieso die da für uns wieder einen anderen Titel genommen haben. Also viele kennen es unter Tomorrowland, ich auch. Und A World Beyond sagt mir immer nichts, aber wenn ich dann lese Originaltitel Tomorrowland, weiß ich wieder, was es ist. Das ist der Film, der auf einem Teil der Disney World beruht, sozusagen. Mit George Clooney unter anderem. Ist so Fantasy-Zeugs von dem Regisseur von ganz vielen Pixar-Filmen. Ich glaube unter anderem Die Unglaublichen oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Kann man nachlesen. Am selben Tag kommt auch raus Die Augen des Engels und ich sehe schon Daniel Brühl auf dem Bild. Interessiert mich nicht wirklich. Hat auch nicht so wahnsinnig gute Durchschnittsnote bis jetzt. Egal. Am 28. Mai ein Film, der mir so ein bisschen das Herz bricht, weil er scheinbar ein Remake ist. Noch mehr bricht mir aber das Herz, dass Sam Rockwell da mitspielt, den ich eigentlich total super finde. Und eigentlich möchte ich mir jeden Sam Rockwell-Film gerne angucken, aber den wahrscheinlich eher nicht. Poltergeist kommt an dem Film nämlich an dem Tag nämlich ins Kino. Auch an dem Tag ins Kino kommt, also am 28. Mai, San Andreas ist, glaube ich, kein GTA-Film, falls das jetzt jemand denkt, sondern es geht um das San Andreas-Gebirge, glaube ich, in Kalifornien. Spielt Dwayne Johnson unter anderem mit, also The Rock, Alexander Daddario und Carla Gugino. Actionfilm, denke ich mal. Dann an dem Tag kommt auch raus bei uns Lost River mit Christina Hendricks, die ich vor allem aus Batman kenne. Ian de Kestecker sagt mir jetzt nichts, aber es spielen auch noch mit Matt Smith und Saoirse Ronan. Saoirse Ronan aus Abbitte, Königreich der Himmel, City of Ember, so. Ich glaube, es war City of Ember, ja. Also aus einigen Filmen bekannt. Wer ist Hannah? Hat sie die Hauptrolle gespielt. Und Matt Smith ist der letzte Doktor gewesen, also Doctor Who. Allerdings hat dieser Film auch bis jetzt keine wirklich gute Durchschnittswertung, also ich weiß nicht, ob man die sich unbedingt angucken muss. Dann noch ein Film, wo ich das nicht weiß. Tracers, da spielt nämlich die Hauptrolle Taylor Lautner. Nichts gegen Taylor Lautner. Aber das Einzige, wo ich ihn wirklich draus kenne, ist Twilight und ich würde nicht sagen, dass er da als besonders großartiger Schauspieler rüberkommt. Von daher, mal gucken. Dann kommt auch an dem Tag raus Kiss the Cook oder im Original Chef mit und von Jon Favreau. Und unter anderem auch mit Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson. Und jetzt an dich die Quizfrage, wenn du aufgepasst hast. In welchem Film haben wir dieses Jahr schon Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson zusammen gesehen? Schwere Frage. Ich denke gerade mal zusammen zurück, wie viele Filme wir dieses Jahr schon zusammen gesehen haben. Ein? Richtig, zwei. Es war
Fast and Furious 7. Genau, Fast and Furious 7 natürlich. Ja, Unsinn, das ist natürlich... Bitte? Es ist natürlich... nicht Avengers, doch. Doch, Avengers. Doch, klar, Avengers, klar. Außerdem spielen in diesem Film noch mit Dustin Hoffman... Kenn ich. John Leguizamo, kennst du auch, hast du bestimmt schon mal gesehen, auch wenn dir der Name nichts sagt. Dann noch Sofia Vergara, die man unter anderem aus Modern Family kennen könnte. Oliver Platt. Also es spielen ganz, ganz viele Leute, die man irgendwo schon mal gesehen oder gehört hat. Oder die Namen gehört hat. So. Ja, und die anderen Filme brauche ich nicht mehr vorlesen, weil die vor unserer Sendung, beziehungsweise erst nach unserer nächsten Sendung, die wir im Ende Mai dann versuchen zu machen, erst rauskommen werden. Ja. Also das so die Filme, die demnächst anlaufen. Davon das Interessante für mich auf jeden Fall Chef, also den ich eben vorgelesen habe, also oder Kiss the Cook heißt er ja in Deutschland. Und Pitch Perfect und Fury Road, die ja beide diese Woche noch erscheinen werden. Mal gucken, ob ich Chef bis zum nächsten Mal auch gesehen habe, aber ich Fury Road auf jeden Fall und vielleicht auch Pitch Perfect. Mal gucken. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns. Wir nehmen gleich noch Spoiled auf. Das könnt ihr euch auch gerne noch anhören, wenn ihr möchtet. Allerdings, wenn ihr Sopranos und Babadook nicht gesehen habt, macht euch darauf gefasst, ganz viel zu erfahren, was ihr vielleicht noch nicht wisst und was ihr vielleicht auch gar nicht wissen wollt, bevor ihr das guckt. Also seid gewarnt. Ja, wir verabschieden uns für heute von euch und bis zum nächsten Mal. Ende Mai hören wir uns wieder mit Watch Stuff. Tschüss und ja, genießt das Wetter, solange es noch so ist. Und tut mir einen Gefallen, achtet auf eure Schränke. Sobald der Duck, Duck, Duck herauskommt, lasst ihn nicht hinein.